Leute, es ist soweit. So viele Jahre habt ihr gewartet. Florentin Will, Nils Bomhoff, Dark Souls 3. Die Reise beginnt. Ich bin Dark Souls. Hat man dir das nicht gesagt? Was hast du denn? Hey, schön, dass ihr da seid. Kleiner Fehler im Intro gerade, da stand knallhart durchgenommen. Ja. Ich glaube, das wird eher ein knallhart durchgenielst, weil ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Dark Souls oder sonstiges Spiel gespielt. Und du machst heute den Yoda, du machst heute den Lehrer. Du springst auf meinen Rücken und hilfst mir. Ja, absolut. Genauso machen wir das im Prinzip. Du spielst das Spiel ja alleine und ich ziehe mich so Stück für Stück zurück. Ich spiele es alleine? Ja, ich sitze jetzt noch neben dir. Ich dachte, wir wechseln immer durch. Na, wer hat dir das denn erzählt? Du spielst es alleine und ab Folge 3 bin ich auch nicht mehr hier. Ich dachte, das wird ein leichtes Ding. Ich mache immer einen Versuch. Hilfe, ich bin von der Fledermaus gefallen. Oh nein, der Wurm hat mich gefressen und du zockst dann zwei Bosse und dann komme ich wieder und ah, Hilfe, ich bin jetzt hier irgendwie an dem Rätsel gescheitert. Ich weiß nicht, was passiert in dem Spiel. Ich bin nur für den Anfang hier, aber ich erzähle dir, wie es geht und mach dich wirklich bereit. Es wird eine richtig gute Reise. Es wird verdammt lang gehen. Ich hoffe, die nächsten zwei Jahre hast du keine Termine. Und das ist dein erstes Souls-Spiel, musst du dazu sagen. Ich fühle mich so ein bisschen zurückversetzt in die Zeit, als ich damals mit Simon Demon's Souls gespielt habe und wirklich von gar nichts eine Ahnung hatte. Du hast noch nie einen Souls-Titel gespielt. Aber das verstehe ich immer nicht, weil ich habe immer das Gefühl, da werden verschiedene Namen durch den Raum geworfen, die alle gleich sind, aber doch was anderes. Es gibt Demon's Souls, Dark Souls, Sekiro, Dawn of Elders, Elden Ring, all diese Spiele, die anscheinend irgendwie dasselbe Spiel sind, aber doch was anderes. Kannst du da kurz mal den Baum aufmachen? Ja, sehr gerne mache ich das für dich. Die Reise begann mit Demon's Souls. Und dann hatten sie, glaube ich, die Rechte an Demon's Souls nicht mehr und haben dann den nächsten Teil Dark Souls genannt. Einfach, um das zu umgehen. Dann gibt es drei Dark Souls-Spiele. Deswegen ist es auch Dark Souls 3. Okay. Zwischendurch kam noch Bloodborne. Das ist so ein bisschen Lovecraft-esque. Von der Stimmung her, hat ein anderes Bewegungsset, hat ein bisschen eine andere Game-Mechanik. Ist aber alles dieselbe Welt? Nein, es sind unterschiedliche Welten. Bei Dark Souls ist es schon die gleiche Welt, aber Bloodborne ist eine eigene Welt, Sekiro ist eine eigene Welt und was habe ich vergessen? Und wir spielen jetzt Dark Souls 3. Ist das ein aktuelles Spiel oder ist das aus den 80ern? Und das ist 1972 programmiert worden von Slim Shady. Okay, und das hast du schon gespielt, das Spiel? Ich habe das schon mal mit Marco Giesel gespielt. Ach, es ist also wirklich antik. Ich dachte, das ist wirklich antik, okay, krass, wir starten hier rein, alles klar. Im Koop damals, das war zu einer Zeit, das war, glaube ich, nach Demon's Souls und ich hatte wirklich noch keinen Plan. Moment, du hast Marco Giesel durch mich ersetzt? Ich trete hier in die Fußstapfen von Marco Giesel? Ja, das ist also, wenn Marco Giesel war so, wenn ich jetzt dein Yoda bin, wer war denn der Yoda für Yoda? Aber ich glaube Chewbacca oder irgendwie Chewbacca, einer von denen, sowas in der Richtung. Ja. Und ich habe das damals mit Marco im Koop gespielt. Also nicht mal alleine, sondern immer nur zu zweit. Und Marco, der kannte das Spiel auswendig und musste es so vorstellen. Ich total neu, alles so, wow. Und Marco so, ja, da vorne rechts ist ein Item, da vorne links. Komm mit. Also du warst der Florentin von Ich war der Florentin. Verstehe. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass ich das ein bisschen umdrehen darf. Ja. Und ich jetzt dein Marco Giesel bin. Okay, aber im Grunde ist es sowas wie Zelda, oder? Also es ist im Prinzip wie also jetzt mal nur so im großen Rahmen der Videospiele. Ja. Es ist ungefähr so, man guckt, man sieht die Figur und haut mit dem Schwert und absolut gut. Ja, genau so ist es. Und wir müssen uns am Anfang aber einen wackeren Streiter aussuchen. Aber jetzt mal ganz kurz jetzt wirklich zum Modus. Wir tauschen nicht, sondern du sitzt da einfach hier mit deinen überschlagenen Beinen, die schon sagen, ich habe die nächste Stunde nichts vor, ich gucke hier nur zu. Alter, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mir jetzt das angucke, wie du hier mich zum Wahnsinn bringst mit deiner Inkompetenz und nicht einmal das Pad nehmen. Natürlich, wir wechseln uns ab, wir machen immer irgendwie eine halbe Stunde oder was auch immer. Früher habe ich mal, als ich mit Simon angefangen habe, hatten wir diesen Modus, wenn einer stirbt, gibt er ab, aber das ist ja völlig lächerlich. Okay, vielleicht das kann ich ja mit dir nicht machen. 10 zu 1, sowas in der Richtung. Ich würde sagen, wir machen einfach grob eine Zeit. Okay. Und im Zweifel spielst du ein bisschen mehr. Also auch hier nochmal, ich glaube, die Zuschauer müssen viel Geduld an den Tag legen, weil nicht nur habe ich dieses Spiel noch nicht gespielt, sondern diese Art von Spiele. Ich glaube, das letzte Spiel der Art war Skyward Sword.
auf dem Gameboy DS. Ja. Und das ist schon eine Weile her. Von daher Geduld und wir fangen null an. Aber natürlich auch eine Möglichkeit für alle, die wie ich diesen Zug an sich vorbeirasen haben sehen und nie aufgesprungen sind und gesehen haben, wie viel Spaß die Leute auf dem Zug haben. Jetzt ist der Zug erstmal stehen geblieben. Also wir sind jetzt gerade Hamm-Westfalen, 40 Minuten Bahnhof bleibt der Zug stehen. Also jeder, der noch nicht auf dem Zug ist, hat jetzt reichlich Zeit, sich nochmal schön beim Krobak irgendwie ein Baguette zu holen und dann einzusteigen. Also steigt mit mir in diesen Zug ein, falls ihr noch nicht auf dem Dark Soul Souls-like, ja, sowas sagt man ja auch. Souls-like, ja. Zug seid, steigt mit mir ein, wir setzen uns zusammen ins Ruheabteil und seid leise. Los geht's! Helligkeit! Ach, das wird ein großer Spaß, eine lange Reise, Florian. Du weißt, du wirst nicht mehr derselbe sein. Ja, mach nicht zu dunkel. Du wirst dich freuen in dunklen Passagen, wenn du es nicht übertrieben hast. Drache unsichtbar? Okay. Gut. Nochmal 7, ja. Die haben das, glaube ich, schon eingestellt. Drückst du auf weiter. Gut, das war schon. Der macht gar nichts, der Knüppel, oder was? Doch, der kommt im späteren Verlauf noch zum Einsatz. Da würde ich jetzt auch nichts weiter umstellen. Das kannst du lesen? Brauchst du eine Brille? Nein. Ich hab mal einen Online-Sehtest gemacht und der hat gesagt, sehr gut. Ja. Oh, guckst dir an. Geht los. It is called Lothring. Damit du auch die Lore verstehst. Where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed, undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Whoa, whoa, whoa. Und? Ich habe jetzt nicht alles verstanden, ganz ehrlich zu sein. Völlig normal. Aber ich habe schon mal einen Einblick in die Stimmung bekommen. Und das ist mir anders vorgestellt. Ich dachte, es wäre ein bisschen fröhlicher, ehrlich gesagt. Aber gut. Kommt noch. Muss man reinkommen. Kommt noch. Gut. Aber erstmal fängt es ein bisschen düster an.
Und jetzt müssen wir uns einen Charakter aussuchen. Pass auf. Name. Lass uns erst einen Charakter bauen. Und dann überlegen wir uns einen passenden Namen, oder? Oder hast du schon einen? Nein. Ich wusste nicht, dass man den Namen benennt. Ach, das hat auch so wirklich Rollenspielelemente, so auch RP. Ey, absolut. Aber man spielt es alleine. Es gibt nicht andere Spieler. Doch, man kann invaded werden. Leute können in unsere Welt kommen und uns herausfordern und uns überfallen. Das möchte ich nicht. Nee, das können wir auch dann sagen, bitte geh. Nee, das möchte ich dann nicht. Dann zeigt man, machst du so mit dem Finger einmal so. Hau ab. Ja, und dann gehen die auch. Das verstehen die auch. Bitte lass das. Alter. Alter beeinflusst nur die Optik, nicht die Fähigkeiten. Ja, Jüngling, oder? Also ich versuche mich zu identifizieren. Junger ja. Spund. Okay. Klasse. So. Oh, das ist jetzt wichtig, pass auf. Jetzt musst du mir mal sagen, wie du eher so Bock hast zu spielen. Und zwar möchtest du wirklich also sag ich mal, soziale Talente, Rätsel lösen, ja. Mit Leuten reden, überzeugen, Rhetorik. Also Herold ist, glaube ich, vielleicht eine richtige Möglichkeit. Ist absolut richtig, wie du denkst. Du denkst komplett richtig. Nur ist es so, dass jeder dieser Werte, den muss man seinem Spielstil anpassen. Und ich sag dir mal, was die Werte machen, ja? Vitalität ist natürlich, wie viel Leben du hast, ist ja klar. Ja. Kondition ist, wie viel du rollen und schlagen kannst, also dein Ausdauerbalken ist sehr wichtig. Dann haben wir Stärke und Geschicklichkeit. Wenn du sagst, du willst große, schwere Waffen, meistens skalieren die mit Stärke. Das heißt, es gibt Werte zwischen, ich glaube, S ist das höchste und dann A, B, C oder so. Und wenn du jetzt eine Waffe hast, die zum Beispiel macht 100 Schaden und skaliert aber nochmal mit S auf Stärke, dann wird halt dein Stärkewert nochmal raufgerechnet mit einem Multiplikator, genau, sodass man sich tunlichst auf eine Charakterklasse beschränken sollte, damit dann quasi, wenn man überall was reinmacht, dann ist keine Waffe richtig gut. Verstehst du, was ich meine? Ja. So, deswegen, wenn du jetzt Intelligenz, Glaube nimmst, dann bist du natürlich ein Magier, kannst du irgendwas Magisches spielen. Aber es können alle erstmal zaubern, oder wie? Nee. Weil alle haben ja Zauberei. Aber das Ding ist halt, das spielt sich halt schon anders. Ich habe noch nie einen Zauberer gespielt. Als ich damals mit Marco Giesel gespielt habe, da hat er sich so einen Pyromanten gemacht. Der sah mächtig aus, aber ich habe keine Ahnung, wie man den so skillt und spielt. Ich habe bisher immer so Nahkämpfer, so Grittersleute gespielt, die halt ein Schwert tragen, ein gutes Schwert tragen können und aber auch beweglich sind. Also so rollen können, das Ausweichen ist unglaublich wichtig. Und wir spielen jetzt aber denselben Charakter, ne? Also, ja. Wir spielen denselben Charakter. Also wir müssen da jetzt einen Kompromiss finden. Ja, ob es ein Kompromiss ist oder ob wir vielleicht auch beide auf das. Du kannst ja mal sagen, was dir so, wo du so grundsätzlich dich eher mit wohlfühlst. Also ich tendiere generell in Rollenspielen eher zu Supportern, Heilern. Mhm. Aber da wir alleine spielen, ist es wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Das macht keinen Sinn, nee. Du musst für dich selber stehen. Du kannst auch als Zauberer für dich selber stehen. Wie gesagt, da fehlt mir so ein bisschen auch. Jetzt ist halt die Frage, ist es eine Möglichkeit, um dich auf mein Niveau runterzuziehen? Das ist gut mit möglich. Mit so einer neuen fremden Klasse? Oder ist es eine Möglichkeit, dass wir beide komplett gehandicapt sind und überhaupt nicht voran? Also ich sag dir mal, wie es damals bei Simon und mir war. Da hatten wir bei Demon's Souls gar keinen Plan. Da haben wir einen Magier gespielt. Und hinterher hat sich rausgestellt, wir haben uns komplett verskillt. Und der Magier war so schlecht, dass wir den Endboss nicht machen konnten, ohne zu cheesen. Aber das muss ja hier, ich kann es dir wirklich nicht sagen, da bin ich komplett Noob. Ich bin ja auch in die Rolle gedrückt des Mentors jetzt, muss man ja auch sagen. Eigentlich habe ich mich immer darauf eingestellt, okay, wenn ich einen Souls-Titel spiele, kann ich der Underdog sein. Verstehe. Und jetzt bist du der Underdog und ich bin in eine andere Rolle gepresst. Also wir haben beide eigentlich ein Abenteuer vor uns. Absolut. Abenteuer des Lehrers, des Weisen, des Gelehrten. Voll. Ich das Abenteuer des Jünglings. Mhm. Ich bin bei weitem hier kein Dark Souls, das muss ich auch mal für die Leute, die das jetzt nicht richtig verstanden haben. Ich bin überhaupt gar kein Dark Souls-Experte, das muss man mal sagen. Ne? Ich dachte, ich kann mich an dich ranhängen. Ja, weil ich habe mehr Wissen als du. Das ist so wie jemand, der vier Buchstaben aus dem Alphabet kennt und du kennst keinen. Und dann komme ich natürlich zu dir und sage, Alter, Digga, kennst du das A noch nicht oder was? So ist das. Sag mal, was ist denn das A? Ja, das ist wie so ein Dach mit einem Balken da so noch. Spitzdach mit einem Balken. So schlau, Nils. I know. Hier steht obskurer Ritter von schlechtem Ruf. Das finde ich eigentlich schlecht. Ich finde, wir sollten eigentlich eher versuchen, einen guten Ruf zu haben. Ja. Söldner, ein Söldner und Veteran der Schlachtfelder, dank seiner Geschicklichkeit 2 Krummsäbel. Also genau, der hat, siehst du, wie sich die Werte verändern, ne? Der hat jetzt zum Beispiel sehr viel Geschicklichkeit. Wenn man den nimmt, dann muss man eigentlich Geschicklichkeitswaffen spielen. Geschicklichkeitswaffen sind, glaube ich, eher so Säbel, Dolche, sowas. Ja, so kleinere Richtung, Waffen, schnellere Waffen. Wenn du jetzt sagst, du gehst auf Stärkewaffen, das sind dann im Zweifel, kannst du dann auch echt große Waffen führen, auch zweihändig führen, die machen halt pro Schlag mehr Schaden. Sodass man dann vielleicht eher auf den einzelnen Schlag irgendwie mehr gewichtet als viele kleine. Krieger, Ritter verstehe ich jetzt nicht ganz. Der hat eine Axt.
Der Ritter hat vielleicht mehr Rüstung oder so. Die sind einfach schon auch anders geskillt. Belastbarkeit, heißt das, wie viel Rüstung man tragen kann? Nee, ne? Das heißt, wie viel... Belastbarkeit, wie viel man tragen kann, glaube ich, tatsächlich, ist das. Dann hat der Ritter vielleicht mehr Rüstung. Du kannst auch... Herold verstehe ich gar nicht. Herold ist doch der so Erlässe vorliest vom König. Der Kaiser hat folgendes... Drück mal auf... Ah, einstiger Herold. Ah, okay. Also wir haben hier eine Geschichte. Der sagt, ich habe Bock zu kämpfen. Oh, warte. Nee. Ich wollte eigentlich mal... Das ist der Level an Backseating, den wir hier haben, dass du mir ins Bett greifst. Ich wollte mal einmal gucken. Wir bräuchten eigentlich auch so einen Griff da oben, damit du wirklich zeigen kannst, wann du zu viel Angst hast. so ein S-Bahn-Griff. So, ja. also ich wollte eigentlich nur mal raufgucken, dass ich da auch die Werte alle, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Also ich glaube, Glück... Also wenn wir jetzt nicht so eine Zauberklasse spielen, dann ist Glück, Glaube, Intelligenz... Quatsch, Zauberei, Quatsch, dann können wir die komplett vernachlässigen. Dann zählen eigentlich nur, dann kann man sich, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Ritter spielt, kann man sich, glaube ich, reduzieren auf Vitalität, Kondition, Belastbarkeit und Stärke. Dann hätte man, eigentlich bräuchte man nur die und eventuell ein bisschen Geschicklichkeit, wenn man irgendeine Waffe hat, wo man auch 20 Geschicklichkeit braucht, um die zu führen. Ja, ich persönlich finde Geschicklichkeit cooler als Stärke. Gut. Also ich finde den Dieb ganz gut, so ein Bilbo Beutlin-Charakter, der so ein bisschen in das Abenteuer hineingeworfen wurde. Man weiß nicht genau, warum. Warum ist er überhaupt dabei? Weiß man eigentlich. Zwischen 12 waffenstarrenden Zwergen mit Regenschirmen. Warum ist der dabei? Der hat viel Glück, das finde ich schon mal gut. Ich glaube, das ist gut. Und Geschicklichkeit 13 ist auch nicht schlecht. Geschicklichkeit 13 ist ganz gut, Stärke, Belastbarkeit, Kondition, Zauberei 11. Der ist so relativ gemixt, hat auch 14 Glück. Ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, was Glück macht, ehrlich gesagt, ob es ein Item-Drop-Wert ist. Bist du da rechts reingekommen? Das ist der Unterschied zwischen Assassine und Dieb. Das sind nur die Werte. Du kannst alles machen. Das ist eigentlich egal, du beschränkst dich nicht. Das Einzige ist halt, wo die Werte schon reingebuttert sind. Und man sollte ja immer einen Charakter nehmen, wo du möglichst wenig Level verschenkst. Weil jeder Level, also jeder Punkt, den du siehst, ist ein Level. Ne? Also der Assassine hat eigentlich bessere Sets. Der Dieb ist nur in Glück besser. Ja, aber guck mal, der ist schon Stufe 10 und der andere ist Stufe 5. What? Guck mal, der oben, ja, und das muss. Die Stufe? Da oben, ganz oben steht Stufe. Ja? So. Und das, also ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, Leute, denkt dran, ich bin ja kein Experte, ich bin nur im Vergleich mit Florentin-Experte. Wenn du Stufe 5 hast, dann ist die Levelgrenze voll niedrig. Das heißt, du levelst natürlich schnell aus, weniger Seelen, um zu leveln. Und so kannst du dir deine Punkte selber einteilen. Du startest mit einem früheren Level, bist erstmal vielleicht schwächer, hast weniger Punkte, aber du kannst die gezielter in die Kategorien stecken, die du sie brauchst. Ja, dann machen wir Dieb. Dann haben wir schnell Erfolgserlebnisse, schnell Level. Wir können so ein bisschen in die Richtung. Ich versuche so ein bisschen. Du siehst ja unglücklich aus. Grad. Nein, überhaupt nicht. Ich will nur, dass du deine Wahl verstehst, weil das ist überhaupt nicht so wie bei Dungeons and Dragons oder so, dass du jetzt sagst, ich spiele eine Klasse und spielst dann die Klasse so. Sondern das kann halt auch sein, dass du hier merkst, dein Spielstil ist ein ganz anderer und die Klasse, also die Level sind dann so ein bisschen verschwendet zum Beispiel. Und man will keine Level verschwenden. Oh, was ist das denn? Das ist ja Lust. Bettler. Das ist natürlich Quatsch. Aber der ist erst Stufe 1, also den kann man dann noch gut formen, glaube ich, ne? Das ist eine gute Frage, vielleicht ist das so. Aber der hat überall 10, das ist ja verwunderlich. Ich wäre bei Dieb. Gut, dann spielen wir Dieb. Dann machen wir den Dieb. Okay. Absolut. Wir spielen den Dieb. Dann hau ihn rein. Weil wir können jetzt natürlich noch 2 Stunden lang fachsimpeln. Mach den Dieb. Aber so, Dieb. Wenn du so an Dieb denkst, welcher Name fällt dir ein? Bilbo Beutlin. Bilbo Beutlin? Bilbo Beutlin? Okay. Also aber niemand, den du kennst oder so, wo du jetzt sagst, okay, den habe ich schon immer so als hundsgemeinen Räuber gesehen. Ich weiß, von wem du redest. Als so einen richtigen, fiesen... Ich dachte, wir wollten seinen Namen hier nicht erwähnen, aber du bringst ihn auf. Ich bringe ihn auf, ich habe ihn jetzt ja nicht ausgesprochen, aber ich habe ihn... Der Dieb meines Herzens, der Dieb meiner Seele. Ja. Der Dieb meiner Zukunft. Sein Name Lars Paulsen. Lars Paulsen. Lars Paulsen plus Bilbo Beutlin... Libido. Libido Beutlin. Libido Beutlin. Ja, finde ich stark. Ist auf jeden Fall ein furchteinflößender Name. Was ist Begräbnisgeschenk? Sollen wir uns jetzt wirklich schon Gedanken über das Begräbnis machen? Sind wir so pessimistisch, was dieses Spiel angeht? Wir werden häufiger sterben, deswegen macht das Sinn. Drück mal drauf. Warte mal, ich glaube, Ring des Lebens, göttlicher Segen, verborgene Segen, schwarze. Ja, wir nehmen dieses Ring des Lebens. Das ist das direkte Item, das wir ausrüsten können. So, jetzt kannst du mal einen schönen. Mach mal einen schönen.
wer dir so zusagt. Ja. Okay, es ist ein bisschen so Michael Jackson nach noch 3 Schönheitsoperationen mehr. Ich finde den Irish Indiana am besten. Weil das ist immer so gut, wenn deine Volkszugehörigkeit unaussprechbar ist. Das ist ja für jeden Rollenspielcharakter gut. Mein Name ist Liebe de Beutlin, ich komme vom Stamm der Irish Indiana. Ja, das finde ich gut. Man muss immer andere Leute vor Schwierigkeiten stellen. Er ist natürlich ein bisschen blass, aber ist nicht schlimm. Naja, als Dieb sind wir natürlich, glaube ich, eher flink unterwegs. Kleiner Kopf. Ah, sehr schön. Manchmal habe ich das Gefühl, ich würde gern irgendwie Leuten was klauen. Ja. Nur um zu sehen, wie die mich bei der Polizei beschreiben würden. Oh ja. Einfach nur mal, um so einen kleinen Reality-Check zu bekommen. Weil ich glaube, dann ist man erschreckend ehrlich. Weil sonst, weil du, ich frag dich oft, Nils, wie sehe ich aus? Beschreib mich mal einem Fremden. Und du sagst dann immer, ja, wohlriechend, gut gebaut, attraktiv, athletisch. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das nicht ganz ehrlich ist. Ich glaube, wenn ich jemandem was klaue und der geht zur Polizei, dann kommt sowas wie ein Riesenkopf, ganz, ganz schmaler, kurzer Oberkörper, dafür lange Beine und Riesenkopf. Sowas kommt dann raus. Weil ich finde, das wäre ein lustiger Sketch. Wenn du jemandem was klaust, ja, und dann gehst du zur Polizeistation und verkleidest dich als Polizist und wartest, dass der kommt, um dich zu beschreiben. Und dann, wirklich so groß der Kopf, sind Sie sich sicher? Und dann, also so groß war der Kopf bestimmt nicht, oder? Was heißt denn hier dick? Also das lag vielleicht an der Kleidung auch eher. Schreibt also ganz kurz alle Sketche bitte mitschreiben, dann machen wir gleich noch Pitch für die Netflix. Das ist hier nämlich eigentlich nur ein Formatfindungsformat. Ich würde sagen, dünn einfach, nicht übertrieben. Diebe sind ja auch nicht fett und wohlhabend. Diebe sind Diebe, weil sie nichts haben. Ja, oder weil sie das Abenteuer lieben. Jetzt habe ich nicht verstanden, was jetzt gerade passiert ist. B. So. Aussehen. Das hast du gerade im Prinzip, das kannst du, hast du gemacht. Kannst du Haare ändern und Gesicht und so weiter. Ja, da müssen wir uns jetzt nicht verkünsteln. Ich bin nicht so ein... Nee, ich auch nicht. Das ist lass uns bei dem Eritreaner bleiben. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Wir tragen eh Vollrüstung bald. Wir sagen hier einen Schleier. Name, also. Ach, jetzt kommt diese Tastatur. Nein, die hier. Ja, ach so. Ja, mach mal Tastatur. Das ist auf PC, gar nicht auf Xbox. Also, wir haben Lars und Bilbo. Also, wir könnten natürlich Bars. Oder halt. Ich muss vielleicht gleich niesen, ich mach das. Das hilft. Larbo. Kolarbo, Ration. Lars Bilbo Larbo. Ausleben. Noch mehr geht nicht, guck mal. Lars Bilbo Larbo, da hört's auf. Larbo Pausling. Larbo Pauslin. Okay, Larbo Pauslin. Larbo Pauslin. Hat man doch schon den Namen. It is. Larbo. Geht schneller als ich dachte. Ich dachte, wir sitzen die ersten 3 Folgen nur am Namen. Larbo Pauslin gefällt mir sehr gut. Larbo so, Pauslin. Ich würde sagen, okay, er steht, oder? Jetzt machst du Erstellung abschließen. Sie sich wirklich sicher. Das Spiel merkt so, weiß ich nicht. Wie heißt nochmal unser Volk? Die Islisi. Die Lyrithianer. Mein Name ist Larbo Pauslin vom Stamm der Lyrithianer. Okay, los, pass auf. Wir müssen, glaube ich, nicht zu tief in die Lore einsteigen. Da könntest du jetzt wahrscheinlich aus dem Stegreif 2 Stunden einen Vortrag halten. Ich habe nur eine kurze Verständnisfrage. Ja. Sind alle Figuren in dem Spiel Untote? Das ist eine sehr gute Frage. Weil bis jetzt habe ich das Gefühl, wir haben ausschließlich untote Riese, untote Skelette und ich scheine auch aus dem Grab aufzustehen. Du bist also ist es eine reine Untotenwelt? Also viele sind untot, ja. Es ist die ethnische Mehrheit ist untot. Okay, alles klar. Ja. Das heißt, die Lebenden sind... Also, pass auf, jetzt macht er erstmal machen wir jetzt mal ein Steuerungstutorial. Ja. Also, drück mal LB. Also, wie du einfach Sachen drückst. So. Nee, nicht einfach alles drücken. LB, mach mal LB, gedrückt halten. Was heißt LB? Ja, der LB. Linke Schultertaste. Ja, das ist LB. Das ist so eine offizielle Bezeichnung dieses Knopfes. Das heißt doch L1. Ja, LB und L1. Left Button oder L1, ja.
Und Left Trigger ist L2. Also die einzige Konsole, die ich hatte, ist eine PlayStation und eine Wii. Oh, okay. Und da heißt es L1. Okay, dann versuche ich mich auf dich einzustellen. Aber okay, LB verstehe ich jetzt schon auch. Okay. Dann drückst du mal den Analog nach rechts. Analog Knopf nach rechts. Okay. Nee, das ist der Digital-Knopf. Analog nach rechts. So, jetzt hast du das Schwert wieder. Jetzt drückst du nochmal L1 und jetzt drückst du mal R1 oder R2. Ja. Mit R1 machst du einen kleinen Streich, mit R2 machst du einen Alternativangriff, der ist stärker, braucht aber mehr Zeit, genau. Ja, richtig. Wenn du jetzt L2 drückst, nicht L1, sondern L2, das ist Parry. Wenn du jemanden zum richtigen Zeitpunkt parryst, wird er gestunt. Und dann kannst du dann drückst du im Anschluss direkt R1 und dann kannst du ihm richtig eingeben. Okay. Also das ist dauerhafter Block. Genau. Das ist situativer Block. Ja. Kleiner Angriff, großer Angriff. Genau. Okay. Und das, was unglaublich wichtig ist, ist die Kreistaste oder B in dem Fall. Das ist nämlich die Rolle. Und zwar ist es bei Souls-Spielen so, wenn der Gegner nach dir schlägt und du rollst, im richtigen Moment bist du für kurze Zeit unverwundbar, Invincible Frames oder so, heißt das. Und dann kannst du quasi durch den Schlag hindurchtauchen zum Beispiel oder einfach dem Schlag ausweichen. Ja. Und im Idealfall schaffst du es, hinter ihn zu kommen, wo er nicht blocken kann. Aber ich kann nicht nach vorne rollen. Ah, du kannst in alle Richtungen rollen. Okay. Genau. Und wenn du das machst du jetzt mal bitte nicht, auf X nicht drücken. X wäre in dem Fall die Flakon, der erste Flakon, das ist dein Heiltrank. Okay. Und oder analog nach unten. Nee, damit wechselst du. Du kannst das mehrfach belegen, unten das Feld, und dann wechselst du. Genau, jetzt wechselst du auch. Die Analogtasten sind zum Wechseln. Wenn du mal auf Start drückst, dann gehst du mal auf Ausrüstung. Dann siehst du, wie du die bestücken kannst. Jetzt hast du oben den Dolch ausgerüstet und in der anderen Hand hast du das Schutzschild und den Bogen. Zwischen denen kannst du hin und her schalten. Das da drunter sind unsere Klamotten, der Ring und das ist die Estus Flask. Und in diese Felder kannst du noch andere Sachen packen, zum Beispiel andere Items halt, irgendwelche Zauber, whatever, irgendwas, was dir was bringt. Und der linke ist immer linke Hand. Rechts ist rechte Hand, genau. Und unten ist dann so aus Utility-Kram. Ja. So, drück mal einmal nach oben. Ich weiß nicht, ob da irgendwas drin? Nee. Genau, jetzt kannst du eigentlich mal loslaufen. Jetzt hast du die Grundlagen. Und jetzt warte mal, wenn ich mit dem Bogen schießen will? Dann musst du... ja, genau. Und jetzt drückst du, glaube ich, R1 gedrückt halten oder so. Ja, ja. Aber du musst... Ja, keine Pfeile. Ups, sagt er. Wie keine Pfeile? Ja. Ich habe kein Fadenkreuz oder so? Ich schieße einfach irgendwo hin? Doch, du musst R1, glaube ich. Da darf ich selber mal gucken, weil ich das gerade nicht weiß. Oder es ist R2, warte mal. Nee. Ah, okay, hier L1 gedrückt halten. Und dann gibt es zwei Pfeilarten. Die sind über diese beiden Tasten anwählbar. Ja. Wir haben jetzt unten links diese 26, ne? Ja. Und rechts darunter ist noch ein Feld. Das heißt, du kannst zwei Pfeilarten ausrüsten. Und eine ist R1 und andere ist R2. Ja, so. Genau. Spielt es eine große Rolle, Pfeile, oder gehen wir eher ran? Also ich habe nie so groß mit Pfeilen gespielt. Die sind in manchen Situationen sehr hilfreich, wenn du jemanden aus der Distanz entweder anlocken willst, um ihn aus einer größeren Gruppe rauszuziehen, oder manchmal kann man auch jemanden schießen. So, das ist dein erster Gegner. Bevor du hinläufst, wenn du den rechten Analogstick reindrückst, kannst du anvisieren. Genau, jetzt ist der gelockt. Ja? Ah, der hört immer wieder auf. Ja, wenn du halt wegläufst oder halt nochmal drückst. Wenn du nur einen Gegner hast, ist das meistens sehr sinnvoll. Bei mehreren Gegnern musst du aufpassen, dass du nicht Probleme kriegst. Sehr gut. Oh, du geparried! Direkt geparried! Und dann rein. Du hast ihn einfach mal gerade direkt geparried, intuitiv. Ja, hast du ja gesagt, das soll ich machen. Du brauchst mich gar nicht mehr. Naja. Den müssen wir jetzt mitnehmen. Was ist du musst alle Gegner hinter dir herziehen. Vor mir herziehen. Alle, ja, du musst alle einsammeln. Okay. Du darfst keinen vergessen. Die musst du ans Levelende bringen, alle. Und dann in so einen großen Schacht schmeißen. Und dann werden die zusammengemahlen mit so einem riesigen Mahlstein. Ach, deswegen Bestattung jetzt. Der muss bestattet werden. Ja, nein, die müssen richtig zermahlen werden, damit die nicht wieder aufstehen. Oh Gott. Das ist die Aufgabe des Spiels. Warte, dreh dich mal um. Geh mal einmal in die andere Richtung. Da ist nämlich noch ein Item. Ich weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung du weiter musst. Oh, okay. Au! Ah, okay, aber das ist schon...
Eieiei, lock ihn mal an. Mit, genau. Und jetzt kannst du auch. Oh, stark, du machst direkt das, versuchst gerade das Timing, sehr gut. Was bei Souls-Spielen immer sehr, sehr hilfreich ist, wenn du versuchst, wie gesagt, hinter die zu kommen. Ich weiß nicht genau, du geh mal in beide Pfade. In dem einen kommst du wahrscheinlich woanders hin und in dem kommst du. Das haben unterschiedliche Pfade in der Regel, ja, so an sich. Kommst du woanders hin. Nee, der eine, das eine ist eine Sackgasse. Das eine ist eine Sackgasse. Und das andere, das ist die Sackgasse, genau. Hier da gibt's die Würmchen? Ja, das sind Items. Und diese kleinen Seelen, die kann man später eintauschen, das ist wie ein Check. Ja, kannst Check. Du, ein Check, da kannst du hinterher hingehen und sagen, ich löse diese Seele ein und dann kriegst du eine bestimmte Anzahl Seelen. Man merkt, dass das Spiel aus den 80ern ist. Es ist aus den 80ern. Ja, Traveler-Checks. Ja, alles, was leuchtet, immer geil einsammeln. Und gibt's Farbe in dem Spiel oder eher? Wenig. Okay. Ist sehr düster. Alles klar. Aber diese Ascheflakon hat Farbe. Und immer da zum Beispiel links einfach mal raufgucken, ne, was da so ist. Ich weiß nicht, wo noch Items. Ah, du bist der, Erkunder. Definitiv. Man muss überall mal hingucken. Oh, da kommt da wieder der. Oh. Du bist gleich tot. Drück mal. Drück mal X. Guck mal, da oben links siehst du deinen Lebensbalken. Ach, rot ist der Lebensbalken? Ja, rot ist wie so oft der Lebensbalken. Jetzt drückst du einmal X. Diese passiv-aggressiven Kommentare kannst du dir gerne sparen, okay, Nils, okay? Dann stirbst du halt gleich, dann bist du halt tot und alles. Nee, aber nicht sowas wie, ja, wie üblich, wie man sich vielleicht denken kann. Ja, aber Florentin, ich fang bei Null an, okay? Ja, aber du fängst bei Null bei Dark Souls, aber doch nicht bei Videospielen. Du hast doch schon mal ein Videospiel gespielt, Florentin. So. Jetzt, Estus ist Heiltrank. Es ist Heiltrank. Und das trinke ich mit? Florentin mit X. Mit X, Florentin. Mit X. Sehr gut, Florentin. So, kann ich den plündern? Nee, der hat keinen. Nur wenn es so schön leuchtet. Also bisher machst du das überragend gut. Einmal schon geparried, direkt beim zweiten Mal. Da waren wir schon. Oder vielleicht noch nicht. Oh, zwei. Oh, doppelt. Ah, jetzt kannst du mal Folgendes üben. Mit dem rechten Analog. Nee, doch nicht mehr. Du bist zu gut. Wenn du jetzt, wenn du zwei Gegner hast und du hast einen anvisiert, dann wenn du mit dem rechten Analogstick so flickst, kannst du quasi das wechseln, dass du dann den anderen fokussiert hast. Ah, okay. Und die droppen nichts? Ja, Schweinebande haben nichts. Da waren wir schon. Aber sowas wie ein sowas wie ein Sprung gibt's nicht, oder? Doch. Und zwar. Schön das Schild hochhalten, genau. Du kannst auch springen. Ja, und jetzt ist er fällig. Und zwar ist das, ich glaube, wenn du läufst und dann Doppelklick auf die Kreistaste, auf B. Drück mal den linken Analogstick rein. Beim Laufen, dann sprintet er und jetzt zweimal den runden. Das ist Sprinten. Ja, das ist Vollsprint. Und dann zack, jetzt drückst du zweimal. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr. Oder vielleicht. Aber anscheinend muss man nicht springen. Doch, man muss manchmal springen. Aber das gucken wir danach. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie das geht. Darf ich es einmal ausprobieren? Vielleicht erinnere ich mich, wenn ich das Pad in der Hand habe. Ich weiß es gerade nicht. Kommt die Erinnerung, kann alles durch. Ja, wirklich so. Das ist so Muscle Memory. Alles zurück. Nee, warte. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr. Wenn du alle Tasten gleichzeitig drückst, sowas? Oder wenn du so ziehst, das Pad so auseinanderziehst, ja, vielleicht dann. Warte, wir gucken mal eben. Das muss ja hier irgendwo stehen. Wo steht das? Hier muss man aufpassen, dass man sich nicht einklemmt, ne? Oh, das ist gefährlich. Das ist wirklich richtig gefährlich. Ich glaube, eine Verletzung könnte dazu führen, dass ich das Let's Play nicht fortführen kann. Wenn dein Finger gequetscht ist, kannst du ja, wie sollst du dann noch spielen? Das ist unmöglich. Wo kann man denn. Wo kann man das denn einstellen? Bin ich gerade. Tastenbelegung? Okay. Springen, L reindrücken. Das hat er aber gerade nicht gemacht. Das habe ich nämlich probiert. Okay, angeblich. Oder Leertaste. Vielleicht kann man mit dem Fuß. Warte mal, wenn ich mit dem Fuß. Ah, ich hab's. Aber wenn du kannst auch. Ja, stark, genau. Guck mal, wir können ja eigentlich doppelt spielen, dass einer mit der Tastatur spielt. Das, wieso eigentlich nicht? Das ist eine große Herausforderung. Aber pass auf, ich zeig's dir, ich hab's jetzt gecheckt. Du läufst, du sprintest mit B und dann drückst du den einmal rein. Aha. Also B ist Sprint, nicht Stick. Und dann, genau. Aber ich glaube, das braucht man nicht so oft. Okay. Ja. Hm.
Ja, da hast du jetzt. Ja, macht Spaß. Jetzt weißt du eigentlich Bescheid. Würde ich sagen. Ja, jetzt geht's richtig los. Ab jetzt geht's richtig los. Da kommt gleich wahrscheinlich schon bald der erste Boss. Der erste Boss? Ich glaube, irgendwann kommt der, ja. Oh, okay. Die Alpen. Oh, guck mal, das freust du dich auch so aufs Skifahren wie ich? Richtig, ich habe jetzt dieses Jahr in Aspen wieder gebucht. Oh, schön powdern, einfach schöner ja, Neuschnee, herrlich. Absoluter Traum von mir. Und ich miete dann auch immer so eine komplette Strecke, wo dann auch niemand vorher rauf darf. Ich hasse das, wenn Leute ja, vor das mir zur Kiste waren. Oh, das ist hier wichtig. Das sind Rastplätze. Die werden uns viel Freude bereiten. Da kannst du mal entzünden. Wenn du jetzt daran rastest, einmal mit A, dann füllen sich unsere Flakons auf. Das heißt, wir können uns neu heilen. Und das ist nur so ein Zeichen da. Diese Rune ist nicht wichtig. So, und jetzt sind zwei Sachen passiert. Wir sind komplett aufgefüllt. Wir haben unsere Heiltränke alle wieder. Unser Lebensbalken ist voll. Pfeile auch? Nein, leider nein. Ja. Die muss man kaufen. Aber das hat natürlich wie immer auch einen Pferdefuß. Oh. Und zwar sind auch alle Gegner jetzt wieder da. Alle hinter mir? Ja, genau. Okay. Aber manchmal bist du halt in einer Situation, wo du denkst, oh, ich farm die. Ich lauf mal wieder zurück zum. Ja, das auch. Ich lauf mal wieder zurück zum Leuchtfeuer und wenn du dich dann hinsetzt, sind halt alle wieder da. Bis auf die Bosse natürlich oder irgendwelche Special-Gegner. Es gibt mal einige Special-Gegner, so Halbbosse. Die sind dann auch weg. So, jetzt hau ich mal um, na, Schild hoch. Es ist gar nicht so leicht mit dem Parry. Nee, tatsächlich. Das ist nicht so leicht. Das machst du sehr, sehr gut. Du bist ein Naturtalent. Ich merke das schon. Ich merke das. Sarg. Habe ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Guck mal, da musst du. Oh, da oben ist eine. Da musst du raufspringen von der Kante. Also, da kommst du nicht. Von der Kante? Da, wo du gerade runtergedroppt bist, da müsstest du. Oh ja, warte, stopp! Den kannst du jetzt. Ja, es gibt nämlich, wenn du. Hinter dem stehst und nichts machst, also kannst du, wenn du dann einmal R1 drückst, macht der so einen Backstep. Ah, und der als Dieb ist ja das eigentlich eine unsere gewählte. Absolut, Vorsicht, der Amboss. Das ist sehr, sehr mächtig auch bei Dark Souls, weil damit kannst du ihm richtig viel abziehen. Das war's. Keine Lust mehr. Er weiß, was passiert. Er denkt sich auch, oh Mann, ey, musst du mich jetzt hier demütigen? Wir wissen doch beide, was du jetzt gleich mit mir machst. Du schnellst mich doch gleich. Ja. Genau! Ja, aber gibt's nicht sowas wie Friedensverhandlungen oder so, was man da sagt? Leider nicht möglich. Haben sie rausgepatcht. Oh, da ist schon ein Boss. Okay, Boss? Endboss? Das, ja, so ein Boss halt. So, und was du da jetzt machen musst, Frontin? Hin und her wälzen? Ja, achte auf sein, pass auf. Hör mir zu, achte auf meine Worte. Wenige Worte, aber mit viel Gewicht. Achte auf seinen Schlagarm. Ja. Und wenn du siehst, dass der Schlagarm hinuntersaust, dann rollst du weg. Rollst du am besten nicht von ihm weg, und das ist nämlich der Kniff. Du wirst am Anfang, Florentin, das ist die wichtigste Lektion, die ich dir geben kann. Du wirst natürlich weg wollen. Du hast Angst, du wirst weg wollen. Du merkst, ja, er ist unglaublich stark und groß. Lass mich von meinen Gefühlen leiten. Genau, du willst von ihm weg, aber das ist der Fehler. Das will er. Er will, dass du wegrollst, und dann macht er dich aus einer Halbdistanz platt. Was du machen musst, ist, du musst an ihm dranbleiben, und du achtest auf seinen Schlag. Und wenn der Schlag auf dich niedersaust, rollst du quasi unter dem Schlag weg, versuchst hinter ihn zu kommen. Ich kann durch ihn durchrollen. Ja, also nicht, du kannst nicht durch ihn durchrollen, aber du kannst natürlich dann unter dem Schlag durchrollen. Mhm. Und dann versuchst du so ein bisschen nach hinten zu kommen und gibst ihm ein, zwei Schläge, nicht mehr. Nur nicht die ganze Zeit, sondern du gibst ihm ein, zwei Schläge. Und muss ich mich dann noch umdrehen oder dreht er sich automatisch um, wenn ich ihn als Ziel gelockt habe? Da wirst du gleich ein Gefühl für entwickeln. Okay. Und ganz noch eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Dein Lebensbalken. Ja? Ja. Immer im Auge behalten. Und der zweitwichtigste Balken ist der grüne. Das ist dein Ausdauerbalken. Ja. Wenn der leer ist, kannst du auch nicht mehr blocken und nicht mehr rollen und nicht mehr schlagen. Das heißt, du musst es dosieren. Du musst geduldig sein. Du gibst ihm nur ein, zwei Schläge und dann guckst du so ein bisschen, was macht der Balken. Verstehe. Angriff macht auch genau. Anstrengung. Ne, okay. Genau. Siehst du ja, wie oft du schlagen kannst, bis der Balken weg ist, ne? Ja. Das heißt, du kannst vielleicht zweimal schlagen und du willst immer noch eine Rolle im Petto haben. Ja. Wenn du merkst, du hast keine Ausdauer, du kannst nicht mehr rollen, dann erwischt er dich. Und du kannst auch nicht mehr blocken. Dann wird auch der Block wird durchschlagen, wenn du keine Ausdauer mehr hast. Genau. Verstehe. So, jetzt. Let's go. Jetzt let's go. Vielleicht nimmst du mal eine Flakon. Du hast nämlich nur noch Hälfte Leben, musst du dich gleich im Kampf nicht darum kümmern noch. Okay, Mann. Du schaffst das. Auf geht's. First try. Bockmas. First try.
Ja, der kommt irgendwie gleich. Du musst da irgendwie Richtung Tor. Ich weiß es auch nicht mehr, es ist lange her. Ach, Schwert entfernen. Ah ja, der ist dumme Idee eigentlich, ne? Hab ich das Schwert jetzt? Nee. Aber also man hätte es ja auch eigentlich lassen können. Bleib dran, ne? Tauch! Ist stark! Gib ihm einen und tauch! Tauch? Ja, ab ins Wasser. Abrollen. Abrollen. Achso. Ah, okay, ich verstehe. Ja, gut, heil dich gleich mal. Aber nicht. Ja, stark. Stark, 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 stark. Roll! Ja! Roll! Oft sind das, ist das so ein Dreiklang. Oft schlagen die so dreimal hintereinander. Ich kann gerade gar nicht rollen. Doch. Heilen, heilen, heilen. Stark, okay. Jetzt hast du nicht mehr keine Heiltränke mehr. Jetzt musst du aufpassen. Roll, ja. Siehst du, es sind immer drei. Zwei, drei Schläge macht er immer so. Nicht nur einen. Ja, jetzt hast du es. Roll. Ja, Mann. Na, bist du nach hinten gerollt. Und ich sollte lieber seitlich oder nach vorne rollen? Ja, ja, lieber in ihn reinrollen. Immer am Mann bleiben. Immer am Mann bleiben. Okay. Das war aber gut. Du kommst schnell rein. Ist gut. Ja, ich muss nur wissen, in welche Richtung ich roll. Ja, am besten. Und ich habe die Tasten noch nicht ganz im Sinn. Das kommt. Du musst. Bei jedem Boss ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Aber bei dem ist das schon, denke ich, sehr sinnvoll. Bei den allermeisten ist das sinnvoll. Dass du. Nicht dem Impuls folgst, von ihm wegzurollen. Ja. Weil dann, also du siehst ja auch, wie lang seine Waffe ist. Dann hat er dich in der Halbdistanz. So, du musst an ihm dranbleiben, seine Schläge ausrollen und dann gibst ihm ein, zwei. Und du versuchst im Idealfall, das hilft immer bei Souls. Warte, stopp, mach mal nichts, geh mal ein Stück zurück. So, jetzt erkläre ich dir noch was anderes, weil das jetzt hier fantastisch geht. Genau, du erwählst, geh mal in die Kante ran, aber noch nicht runter. Nicht runter. Jetzt mit der Kamera guckst du ihn an und drückst die rein. Ja. Und jetzt, wenn du jetzt runterfällst, drückst du einmal R1. Im Fallen, einmal R1. Ja, okay, das hast du jetzt nicht gemacht, aber ist nicht schlimm. Ach, ich habe links und rechts verwechselt. Es ist nicht schlimm. Es war ein Riesenfehler. Ist es gar kein Problem. Es passiert den allerbesten. Ein Riesenfehler. Das passiert. Ist egal. Das machen wir in anderen Mal. Die Nervosität. Aber du kannst, wenn du im Fallen, wenn er das dich nicht bemerkt und du fällst auf ihn rauf und dann drückst du in der Luft einmal R1 oder RB, dann macht er so einen super Angriff. Okay. Jetzt holst du dir die Sau. Du bist voll gut dabei. Du brauchst mich gar nicht mehr. Ich sitze hier nur rum. Nebel? Ja, Nebelwand, oft bei Bossen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir das gemacht haben. Das Grüne sind unsere Seelen. Die können wir wieder einsammeln, aber nur ein Versuch. Ach, der lebt jetzt wieder? Ja, ja. Und was heißt einsammeln? Ja, du läufst hin. Oh, hallo, ich war noch gar nicht bereit. Ja, das ist ihm egal. Was ist eigentlich sein Problem? Also haben wir. Warte mal. Ja, der ist einfach wütend. Er ist einfach sauer. Man weiß es nicht genau. Du merkst, macht der immer noch den nächsten Schlag? Ja, das sag ich doch. Der macht meistens so drei. Genau, perfekt. Ah, das war jetzt genau der Anfänger. Zwei, genau. Ah, ja, ja, okay. Ich verstehe. Ich habe genau den Reflex, den du ansprichst, dass ich wegrollen will, den spüre ich. Ja. Ganz tief. Und den musst du überwinden, diese Urangst im Menschen. Ja, das ist ein Selbsterhaltungstrieb, den habe ich mir angewöhnt in so einem Buch. Ja, im Buch der Selbsterhaltungstriebe. Ja. Ja. Sagt, sie wollen länger leben, versuchen sie nicht zu sterben. Lektion 1. Hat das noch mehr Lektionen oder ist es lediglich diese? Nee, das ist ein stark. Kurzes Buch, wirklich so ein, dieses Trolley-Buch. Ja. Nee, die heißt nicht Pixie. Pixie-Buch. Ja. Oh, herrlich. Pixie. So, jetzt machst du das Problem jetzt nochmal gleich. Da kannst du erstmal rüberspringen. Ja, Alter! Fast richtig schon gut gemacht. Egal. So, jetzt kommt aber der Sprungkick nochmal. Stopp. Erstmal anwählen. Und während du dich droppst, während du fällst, R1. Ja, ja. Was, glaube ich schon. Gut. So ungefähr. Er wieder. Guck mal, er denkt sich auch so, oh Gott, ey. Was ein scheiß Job, oder? Ich meine, der steht da, der weiß genau, was passiert. Er trifft dich nicht, er macht keinen Schaden und er weiß, oh Mann, ey, ich sterbe einfach ständig. So, jetzt lass uns noch mal trinken. Ja. Und er versucht so mal ein bisschen ihm entgegenzugehen, dass er dich nicht hier auf der engen Treppe erwischt. Scheiß auf die Seelen. Die sind jetzt eh weg, die brauchst du jetzt nicht. Konzentrier dich nur auf den Boss. Ja, ja, gut. Super! Ah, das war zu früh. Ja, okay. Genau. Immer aufs Timing achten. Ah, er kann mich zumindest nicht treffen, wenn ich auf dem Boden liege. Das super. Hat auch Vorteile. Perfekt, Florentin. Und jetzt wieder Ausdauer regenerieren. Nicht zu weit weg von ihm. Bleib an ihm dran. Perfekt! Ein, zwei Schnitzler und jetzt aufhören. Roll, super. Achte aufs Timing, mega gut. Du brauchst mich nicht mehr.
Du bist Naturtalent. Nee, du bist Naturtalent. Ich bin Naturtalent. Nahtodtalent, ja. Dran an ihm. Ja, perfekt. Nochmal. Ja, aber muss ich dann doch die Doppelrolle machen, oder was? Ja, also du musst, das Timing ist, du, in dem Fall, du bist jetzt auch, was vielleicht ein bisschen, das war okay, die erste Rolle war gut, aber du standst dann direkt vor ihm. Versuch hinter ihm zu kommen. Ah, ja, ja, okay, an ihm vorbei. Ne? So, das ist der zweite Schlag besser. Genau, und du kannst, was halt auch oft geht, ist, wenn du das Schild hochhältst. Ja. Das ist die Alternative. Das können wir gleich mal üben bei einem von dem Typen. Wenn du gleich noch einen siehst, üben wir das gleich mal bei dem Bogenschützen da. Mach erstmal den oder machen wir's, üben wir es mal beim Bogenschützen. So, jetzt machst du mal das Schild hoch und visierst ihn an. Nee, nichts. Nee, visier ihn an und nicht schlagen, nicht schlagen. Und jetzt tänzelst du, geh ganz dicht dran und du tänzelst um ihn rum. Ja. Und ach, so komme ich schnell auf die so andere kommst Seite. Du, und das ist halt die Alternative, Schild hoch. Das heißt, du hast auf jeden Fall, kannst du einen Schlag blocken, dann ist die Ausdauer wahrscheinlich weg, je nachdem, wie stark der Gegner ist. Und wenn du jetzt hinter ihn kommst. Verstehe. Du strafest hinter ihn. Das heißt, du kannst auch rollen und dann kannst du auch Schild hoch und so hinter ihn einfach strafen. Das ist ganz oft bei Soulspielen. Du musst versuchen, hinter die zu kommen. Und dann gibt es auch, wenn du es, das zeige ich dir später mal, gibt es noch einen super Angriff, mit dem du den dann richtig backstabben kannst. Super. Nochmal. Perfekt geblockt. Perfekt. Jetzt Ausdauer regenerieren. Ausdauer regenerieren. Achte auf deinen Ausdauerbalken. Super, super. Ah, ich vergesse immer, wie ich schlage. Ist egal, du hast eh keine Ausdauer. Achte auf deine Ausdauer. Perfekt, perfekt. Achte auf. Perfekt. Perfekt. Ja, Leute, so oft kann ich ja auch nicht rollen, Mann. Du hast keine Ausdauer. Sei vorsichtig. Du regenerierst Ausdauer schneller, wenn das Schild nicht oben ist. Ah, verstehe. Du musst es kurz mal fallen lassen. Es lässt die Ausdauer regenerieren. Nice. Und jetzt Schild hoch. Ja! Alter, Florentin, du bist super gut. Gleich heilen. Wenn du einmal Zeit hast. Oh, was, er mutiert. Okay. Geh, bleib an ihm dran. Das ist das, was er will mit seinem Scheißarm. Er hat mega Reichweite. Er ist groß, Jesus. Aber er ist ein Loser. Bleib hinter ihm dran. Ja, Mann. Ist ja gar nichts mehr. Was, nee, das ist egal. Du spürst es. Spürst es! Achso, du musst gleich dich heilen, wenn du. Ja, perfekt. Und jetzt musst du. Ich sehe leider nicht, was er macht. Ist egal. Versuch irgendeinen Punkt der Orientierung zu finden, an dem du dich ausrichtest. Du hast ihn. Du hast ihn richtig. Wo ist er denn? Ist egal. Florentin, das war richtig gut. Das ist verwirrend. Achte zum Beispiel. Guck mal, wie der aussieht. Sein Kopf ist so nach vorne gebogen, wie so ein Dotter, wie so ein Blinddarm, der so vorne überkippt, okay, weil er wirklich keinen Bock mehr auf alles jetzt hat. Jetzt sprichst du die Sprache, die ich verstehe. Ja. Endlich sind wir beim Anatomischen angekommen. Und dann hat er halt, seine Waffe ist ja auch nach vorne ausgerichtet. Da kannst du ungefähr erkennen, wo vorne ist. Ich habe leider, ich weiß nicht, von welchem Spiel das kommt, ich habe den Reflex, mit B zu schlagen. Bayonetta vielleicht oder sowas. Weiß ich, das habe ich auch mal gespielt. Ja. Aber ich habe leider tief in mir drin den Reflex, mit B zu schlagen. Musst du komplett aus dir rausprügeln. Ja, sehr gut. Florentin, ich sehe schon, du bist ein guter, du bist ein Musterschüler. Ja, probier das mal. So aus Übungszwecken. Der ist jetzt nicht perfekt dafür geeignet. Ja, genau so. Hinter ihn gekommen, bam. Das war gut. Und jetzt machst du es genau wie eben. Du, mit jedem Versuch merke ich, wie du ihn besser durchschaust und das System checkst. Super. Ja, sehr, sehr gut. Aber jetzt bin ich ja ganz weit weg von ihm. Ja, bleib an ihm dran. Ja, voll. Ja. Geil, jetzt bist du hinter ihm. Genau, siehst du? Nur zwei, drei Schläge reicht, genau. Wupp, sehr gut. Und wupp, sehr gut. Wupp, sehr gut, das Schild hoch. Ah, jetzt macht er. Sehr, sehr gut. Gleich heilen. Er trifft mich trotzdem aber. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Das war zu früh, aber trotzdem sehr gut. Okay, jetzt mutiert er wieder. Nimm mal einen Schluck aus seiner Pulle vielleicht. Während er mutiert. Perfekt. Und jetzt machst du ihn platt. Er hat jetzt quasi nur diese Knochenhand dazu bekommen. Genau, die grapscht so nach dir. Aber da weichst du aus. Was geschieht? Wähl ihn neu an. Voll. Ah, voll. Ich muss ihn neu an.
Ah, der. Ey, Alter, siehst du das? Florentin? Er hat noch 2 Schläge und dann hättest du ihn gehabt. Okay. Du hast ihn so gut wie besiegt. Aber wenn er mutiert, ist er ein neues Ziel und ich muss ihn neu anwählen, oder wie? Nee, also wenn du. Es kann sein, wenn du weggeschleudert wirst oder so, dass er den Fokus verliert. Aber. Ey, Alter, Simon, sag ich schon, Florentin, du bist richtig gut. Ah, den Parry schaffe ich nie hier. Wow, das ist echt gut. Jetzt liegt er hier. Roll mal da, versuch mal darauf zu springen. Und den, dann müssen wir nicht mehr zurücklaufen. Sonst müssen wir da nochmal hin. Das holen. Das Springen ist aber wahnsinnig schwierig. Ja, das kann man umstellen. Man muss sprinten mit B und dann noch links reindrücken. Ja, die meisten stellen das irgendwie um, glaube ich. Ja, da sind wir natürlich fantastisch als Dieb. Ja, Mann. So wird das gemacht. An den Rücken ran und rein in Dolch. Jetzt hast du ihn, Alter. Soll ich jetzt schon einen trinken? Oder wie viel heilt denn so eine Flasche? Nee, jetzt trinkst du noch nicht. Die heilt so die Hälfte, oder was? Ja, ich glaube knapp. Es verstärkt sich alles auch noch. Aber... Jetzt geht er down. Jetzt kannst du mal trinken. Gleich, wenn du... Okay, ich muss mich mit... Stark. Ja. Geh nicht zu weit weg. Ja. Stark. Ja. Super. Ja. Oh. Ah, ich, mit Schild muss ich seitlich laufen, nicht nach vorne. Genau. Um ihn rum zu strafen. Stark. Jawohl. Ja. Mutiert er? Eine Panik. Kennst ihn jetzt ja. Okay, jetzt ist er gestunt. Hau ihn, er ist gestunt. Kurz auf dem Knie gewesen. Roll. Da macht er so. So, jetzt neu anwählen. Ja. Ja, genau. Ich sehe leider gar nicht, was passiert. Ja, keine Panik. Du weißt ungefähr, du hast ein Gefühl dafür, wer du bist. Dann rollst du einfach mal raus. Perfekt. Perfekt. Nicht zu viel schlagen. Perfekt. Alter, du hast ihn, Mann. Ey, große Klasse. Richtig, richtig gut. Richtig gut. Okay. Dankeschön, Erbe des Feuers. Du hast im Prinzip, du hast das Spielprinzip jetzt schon verstanden. Okay. Und so ist es eigentlich bei allen Bossen. Die haben alle ein leicht anderes Bewegungspattern. Ja, manche sind schneller, manche sind größer und langsamer. Aber die Grundprinzipien, rollen und hinter ihnen kommen und solche und auf die Ausdauer achten, das sind genau die, das sind die Schlüssel. Ich gebe zu, ich habe nicht auf die Ausdauer geachtet. Okay, aber ich habe auf deine Zurufe geachtet. Ja, das hat mir aber auch echt geholfen, dass du dabei warst. Ja, es ist oft so, dass man richtig Bock drauf hat, dass jemand so Backseat-Gaming mit einem macht, ne? Da hat man richtig Spaß dran. Naja, es kippt. So am Anfang, wenn man wirklich gar nichts kann, dann hilft einem das. Irgendwann, aber irgendwann kommt der Punkt, ihr könnt gerne in die Kommentare den genauen Timecode schreiben, wo es kippt, wo ich vom Backseat-Gaming genervt bin. Ja. Ich werde auch versuchen, darauf zu achten. Hast du das Gekind, das Feuer hier entzündet? Mega stark. Jetzt kannst du, was wir jetzt machen, jetzt probieren wir mal das Reisen aus und holen uns nochmal das Item auf dem Sarg. Wenn du jetzt mal auf Rasten drückst, am Leuchtfeuer Rasten. Ach so. Und jetzt, es geht noch gar nicht, das müssen wir erstmal abwarten. Ja, okay, holen wir uns später. Ich weiß nämlich gar nicht, was das für ein Item ist, ob das besonders einen Wert hat. Aber es ein Level bekommt? Warte, dreh dich nochmal um. Liegen da noch irgendwelche Sachen rum? Ne, wir haben noch kein Level bekommen. Wir haben jetzt aber seine Seele bekommen. Und die kann man später eintauschen gegen eine geile Waffe oder so. Ja, ist, glaube ich, nichts mehr. Aber jetzt haben wir auch wieder... durch das Feuer haben wir wieder unsere Fläschchen. Völlig richtig, genau. Genau, und jetzt durch das Tor und dann geht's einfach weiter. Und der ist jetzt aber auch weg, ne? Also selbst wenn wir sterben, der kommt nicht mehr zurück. Was ist halt immer so ein bisschen schade, unten rechts siehst du unsere Seelen. 3000? 3128, Mann. So viele? Ey, das ist der Oberhammer. Wir haben doch 5 Gegner getötet. Ja, aber was für Gegner? Und wenn wir sterben, sind die halt weg. Und dann hat man einmal eine Chance, die zurückzuholen. Das ist diese grüne Lache auf dem Boden. Die liegt immer da, wo du gestorben bist. Deswegen ist es so, wenn man je mehr man hat von diesen Seelen, desto weniger Bock hat man drauf zu sterben. So, jetzt habe ich ein Schwert bekommen. Wo ist das jetzt? Nee, haben wir nicht. Die haben wir nicht. Da stand aber echt? Schwert bekommen. Drück nochmal Start. Warte mal. Mal Start.
Dann gehst du mal auf. Ja, aber nicht. Geh mal rechts. Klick mal drauf jetzt mit X. Auf mein Schwert. Nein, Entschuldigung, mit A. Es ist, ich bin mit PlayStation Pad gewohnt. Mit A ist ja bestätigen. Nee, das ist. Nochmal auf Start. Jetzt, guck mal, genau. Jetzt drückst du da mal auf A. Ja, okay. Und da, hier, gerades Bruchschwert. Genau. Da siehst du halt die Werte. Und das ist halt einfach Shit. Was du jetzt auch. Wir machen 79 Schaden, oder wie? Wir machen 79 Schaden plus 19 und die 19 kommen über die Skalierung, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar über Geschicklichkeit. Genau, wenn du. Lass dich mal nicht von den ganzen Werten, ich führe dich da durch, okay? Lass deinen Blick mal nach unten schweifen bei benötigtes Attribut ja. Und Attributsbonus. 6 okay? Stärke und 12 Beweglichkeit. Genau, das ist das, was wir brauchen, um die Waffe zu führen. Und dadurch, dass das weiß ist und nicht rot, wissen wir, okay, wir erfüllen das auf jeden Fall. Und rechts stehen ja auch unsere Werte. So, das Attributsbonus ist nämlich das Interessante, was ich dir das am Anfang versucht habe zu erklären, als wir uns für eine Charakterklasse entschieden haben. Ja. Jede Waffe hat andere Attributsboni. In dem Fall hat der ein D bei Stärke und ein D bei Geschicklichkeit. Okay. Also dieser Bizeps ist Stärke und diese Hand ist Geschicklichkeit. Es skaliert beides schlecht, eher. Ja, beides ist auf D, aber dieser Bonus, diese plus 19, die kommen halt über diese Skalierung. Und dann gibt es halt Waffen, die haben zum Beispiel bei Stärke ein S oder so. Verstehe. Und dann macht es voll Sinn, wenn man viel Stärke hat. Deswegen muss man sich ein bisschen entscheiden. Es gibt halt Geschicklichkeitswaffen und Stärkewaffen und es gibt halt auch so ein Mittelmaß. Also es gibt auch so ein Bild, wo du beides irgendwie bedienst. Genau, da sind noch ein paar Items, die kann man sich noch holen. So, das zweite Mal will ich das mal testen mit dem hin und her. Genau. Ah, der zweite ist noch nicht aktiviert. Nee, du drückst, ja, der ist noch nicht aktiviert, genau. Aber auch nicht reindrücken, sondern nur flippen, ne? So, genau. Ah, okay. Ja. Und der Typ, das ist eine neue Gegnerklasse, der hat ein Schild und ein Speer. Ja. Und die sind perfide, die Typen, weil die haben eine mega Reichweite, die sind sehr schnell. Sehr gut. Und die ist pariert oder nicht? Nee, nee, ne? Weil ich hab Schaden bekommen. Ja, du hast ein bisschen Schaden bekommen. Sehr gut, das war, ja, perfekt, Alter, das war ein Parry. Das war ein Parry. Und dann ist alles Zeitlupe Hexenmodus, oder wie? Genau, dann kannst du, dann ist, hast du einen kurzen Moment, du machst Parry, lässt alles los und drückst dann R, also drückst dann RB einmal. Und das hast du ja gemacht. Okay. Oder R1. Und dann gibst du ihm den Konter. Und da, der ist mega stark. Aber ich sehe schon, Florentin, ab Stunde 2. Heimatknochen. Blamierst du mich mit deinem Skill. Ja, Homeward Bone, das ist, wenn wir irgendwo nach Hause, also wenn wir mal mega viel Seelen haben und wollen die retten und oder wir wollen den Weg nicht zurück antreten oder was auch immer, dann kann man diesen Knochen benutzen und dann kommt man zurück zum Bonfire. Drehst du dir jetzt da runter und gleich fällst du runter. Finde ich gut. Er fällt. Finde ich gut, dass du noch ein bisschen aufräumst. Sonst müssten das die anderen machen. Die sind richtig wo müssen wir hin? Geht's hier weiter? Nee, 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 das war eine Sackgasse. Zurück. Da hoch. Ah. Oh, da wird's noch grauer. Es wird richtig grau. Ich habe das Gefühl, je grauer es wird, desto besser der Weg. Muss immer gucken, geh dahin, wo es grau ja, ist. Folge der Grauheit. Aber findest du nicht, dass es auch sehr atmosphärisch ist irgendwie? Ja. Doch. Es ist richtig. Ich mag das ja auch, diese Herbsttage irgendwie, wo man dann schön kalt sich in seiner eigenen Depressivität suhlen kann. Und ja, herrlich, Melancholie. Ja. Ja. Hallo. Die haben einfach so keinen Bock. Die haben wirklich keinen Nein, Bock. Nein, wirklich, die haben völlig resigniert. Die sitzen da rum und sagen sie, ey, ich hab auch einfach wirklich auf gar nichts Bock. Und ich hab nicht mal Bock, auf den Typen einzugehen. Ich ignoriere den einfach. Aber ich selber bin auch untot, oder wie? Also ja. Ich bin auch. Ja. Okay. Du bist auch. Also die haben dann in Dark Souls 1 und 2 schon so viele Leute getötet, dass sie gesagt haben, wir haben nur noch Tote übrig. Ja, alle müssen jetzt Untote alle sein, untot, sonst ja. Ergibt das von der Story her keinen Sinn mehr. Geh mal zurück. Ja, die kannst du noch machen. Ich erinnere mich nämlich an was. Eine Lektion, die ich damals gelernt habe. Nee, also nicht da lang. Da ist noch ein Item. Musst du immer deine Augen aufmachen, wo es leuchtet. Ah, okay. Das sieht auch nicht aus wie ein Item, sondern immer aus wie so ein weißer Knödel. Ja, genau. Die sehen immer so alle gleich aus. Das ist immer irgendeine. Blut. Blut ist gut? Blut ist gut. Okay. Blut ist wirklich gut. Wie war das nochmal? Blut kannst du dem Schmied, glaube ich, geben und dann kann der Items
bauen. Und es gibt keine Map, sowas, sondern ich muss immer wissen, wo ich bin. Ganz genau, du musst immer wissen, wo du bist. Ach du meine Güte. Ja, aber da kommst du hin. Ah ja, so ein Heimatknochen, die sind ganz gut. Da kriegst du ein Gefühl für, aber also ich bin auch unglaublich schlecht. Da leuchtet aber auch was, oder? Nee, es ist nur eine. Es ist leider nichts drin. Ich weiß, was du meinst. Warte mal. Ich will nochmal das Springen probieren. Okay. Das wird schwierig. Ja. So. Das heißt, du machst den Navigator, oder wie? Du weißt, naja, wo's hin. Ja, ich weiß überhaupt nicht. Ja, oh ja, Vorsicht. Anwählen. Am besten anvisieren. Schild hoch und dann, ja. Die prallen an deinem Schild ab und dann, ja, sehr gut. Dann gib's ihm einen. Die Arme, oder? Ich meine, aber Hunde sind natürlich auch untot. Hund tot. Und tot. Ja, und tschüss damit. Ah, noch eine Glut. Das ist sehr gut. Ich weiß nicht genau, ich glaube, ob die für den Schmied sind oder ob man die hier sozusagen nehmen kann, um die Estus-Flask oder was zu verstärken. Kann auch sein. Jedenfalls sind die mächtig, die sind gut. Also das ist eine Flask mit drei Schlücken, oder wie? Oder sind es drei Fläschchen? Ja, aber die verstärken wir nämlich noch, das ist das Geile. So, und hier, das hier ist unser Zuhause. Da kommen wir ganz oft hin. Und hier solltest du niemanden aus Versehen hauen. Weil das ist permanent. Das sind mal unsere Leute. Ja, und wenn du die weghaust, kannst du auch nicht neu laden. Dann sind sie weg. Moment, das ist mein Zuhause, aber hier sind auch Feinde? Nein, das sind NPCs. Ah. Aber wenn du die aus Versehen, weil du irgendwie rollst oder mit deiner Hand ausrutscht und aus Versehen die Schlagtaste drückst, dann sind die halt einfach weg. Okay, alles klar. Es gibt halt keinen Speicherstand, sondern das ist halt einfach so. Und hier kannst du erstmal irgendwie mit den Leuten reden. Kannst du erstmal so fragen, was geht ab? Wir sind's, Lars Erik Paulsen, aber mit anderem Namen. Hast du vergessen, wie wir heißen? Ja. Du? Labo Paulsen. Labo Paulsen. Pauslin. So, kannst einfach mit allen reden. Reden. Another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we're talking true legends with the metal to link the fire. Not fit to lick their boots. Zum Beispiel, ne? Ist auch so ein resignierter Rittersmann, der feststellen musste, dass es bei ihm nicht reicht. Aber wir, ne? Bei uns reicht das. Wir reden mal weiter mit dem. Das ist auch so ein Ding. Geh mal zurück. Mit denen reden wir gleich. Das ist so ein Dark Souls-Ding. Du musst mit allen Charakteren so lange reden, bis sie was geben. Bis sie sich wiederholen. Und dann weißt du, du hast das zum Ende gebracht. Und du kannst es auch mit, genau, kannst es auch beschleunigen, wenn du einfach A drückst. Ja, okay, aber der sagt immer das Gleiche. Weil manchmal geben die dir was. Man muss immer häufiger mal mit denen reden und dann manchmal. Die ist mega wichtig. Das ist unsere beste Freundin. Die ist die wichtigste von allen. Weil bei der können wir leveln. Das machen wir jetzt mal. Geh mal auf Aufsteigen. So, bei der werden wir so viel Zeit verbringen, glaube ich. Weil es gibt bei jedem Souls-Spiel immer eine so eine Level-Frau. So, pass auf. Wir steigen auf von Level 5 auf Level 5. Oder was? Nee. Und zwar bei Attribute, ne? Also Stufe 5 sind wir jetzt. Dann siehst du Seelen, wie viel wir haben und benötigte Seelen für ein Level up. 740 für ein Level up. Ja. Das wird mit jedem Level teurer, logischerweise. Verstehe. Und jetzt müssen wir uns nämlich entscheiden, in welche Richtung wollen wir jetzt gehen. Genau, Kondition ist immer gut und Vitalität. Ah, ich verstehe. Kondition und Vitalität geht immer klar. Ach, ein Punkt ist ein Level up direkt. Genau, und wir können uns jetzt zwei oder... Ja, ich glaube, vermute nur zwei leisten. Ich würde vorschlagen, wir legen uns jetzt mal auf was fest. Wir sind Ausdauer ist wichtig, oder? Ausdauer ist immer mega wichtig und Vitalität auch. Die beiden, mit denen machst du ja nichts verkehrt. Also eine Ausdauer und ein Zack. Und dann können wir jetzt überlegen, wenn wir sagen, wir gehen den Geschicklichkeitsweg, dann kann man noch Geschicklichkeit skillen. So. Das ist okay. Machst du noch einen vielleicht auf Kondition? Ja, whatever. Weil Kondition und Vitalität brauchst du, glaube ich, mit jeder Klasse. Das heißt, wir steigen jetzt direkt 4 Level auf. Ja, weil wir viele gesammelt haben, genau. Und dann bist du happy, machst du okay, zack, und du siehst aber, es wird halt immer teurer, ne? Und wir verlieren die Seelen, wenn wir sterben, oder können wir gar nicht mehr leveln?
Ja, die sind dann weg. Und das ist ja wie, stellst du dir vor, wie Geld, was du im Sack hast. Und wenn du stirbst, dann liegt das auf deiner Leiche rum und du hast einen Versuch, es zurückzuholen. Und das ist die Kacke. Stell dir vor, jetzt hast du entwickelst du langsam ein Gefühl dafür. Wir hatten jetzt in unserem Gepäck 4 Level ab. Ja. Das ist mega viel, ne? Verstehe. Und wenn wir das jetzt verloren hätten, ärgerst du dich natürlich. Und stell dir mal vor, du hast irgendwann 100.000 Seelen. Ich verstehe. Oh, das Schwert von dem Boss. Ja, okay. Jetzt weiß ich auch, weshalb wir das genommen haben. Dann macht es im Nachhinein doch Sinn, dass wir den erweckt haben. Genau, das ist jetzt unsere Base, so, ne? Und jetzt können wir hin und her teleportieren zum letzten Leuchtfeuer. Genau, und das ist sozusagen jetzt, also mach das mal noch nicht dahin, aber ab da, also wir können jetzt überall hinreisen, ab jetzt. Überall, wo wir schon gewesen sind. Wie heißt meine Base? Das ist der Feuerbandschrein. Feuerband. Genau, und jetzt geh noch mal ran und mach mal Knochensplitter. Untoten Knochensplitter verbrennen. Warte mal. Ach so, hast du nicht, okay. Ja, es ist mega geil. Und jetzt reden wir mit den anderen noch. Mit den anderen NPCs noch. Bist du einer, der mit allen redet? Ja, musst du. Das ist eine Händlerin. Da kann man Sachen kaufen. Wie du siehst, ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Undead. Also jeder Gegner hat mehrere Seelen. Also ja, also je nachdem, wie mächtig der ist, geben die halt mehr Seelen. Nicht jeder gibt eine. Große Gegner geben mehr Seelen, kleine geben weniger. Und je stärker die werden, desto mehr geben sie und desto mehr kosten aber auch Level. Also das. Ja, wir kaufen da jetzt gar nichts bei denen. Also mit Seelen kann man Gegenstände kaufen, aber auch Level. Ja, ganz genau. Hier könnten wir jetzt zum Beispiel ein Schwert kaufen, das auf C skaliert mit Beweglichkeit, was natürlich gut wäre für uns. Genau, aber das machen wir jetzt gerade, glaube ich, noch nicht. Also das, man findet halt auch Waffen und so. Ashen One. Und das ist der Schmiedi. Well, der ist auch. Newcomer, I see. Der ist auch gut. André. Und bei dem können wir unsere Waffen aufwerten. Der sieht aber nicht untot aus. Nee, der sieht verdammt lebendig aus, oder? Ist das der einzige lebendige? Vielleicht ist das der einzige lebendige. Möglicherweise ist das so. Und der hat sich dazu entschlossen, als Schmied zu arbeiten für eine untote. Er kennt nichts anderes. Er hat sein Leben lang geschmiedet und es gibt nur noch untote Arbeitgeber. Er ist eine absolute Minderheit. Ist das Pflaster verstärken? Ja, das machen wir jetzt. Haben wir nicht. Okay, erst zu Scherben. Haben wir nicht. Dann. Zuw. Welches Verb wurde hier mit ZUW abgekürzt? Zuweisen. Weiß ich nicht, mach nochmal. Nee, okay, nee, das machen wir nicht. Da kann man. Das Blaue sind Mana-Tränke. Das ist für Zauberer. Aber wir wollen jetzt ja nicht wirklich zaubern. Ja, okay. Das könnte man machen. Nee, kostet 130 Seelen. Ja, aber das ist Anfängerschwert, das lohnt sich nicht. Nee, und das ist auch. Also, das werden wir nicht mehr lange haben, hoffentlich, schätze ich mal. So, und jetzt. Ja, da kommen im Laufe der Zeit, wenn ich mich recht entsinne, noch mehrere NPCs dazu, die dann hier irgendwo rumsitzen. Und. Jetzt, ich erinnere mich nämlich an eine. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Seelen, die wir verlieren können. Jetzt können wir mal rausgehen. Und es gibt einen so einen miesen Typ. Und ich glaube, der hat ein Schwert. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich glaube, da ist nämlich ein Typ, der ein Schwert hat. Wenn du nochmal da rausgehst, wo wir reingekommen sind. Und zwar müssen wir da diese große. Ich glaube, wir müssen eine Treppe hoch. Und dann da raus. Ja. Und dann rechts. Und jetzt. Da ist nämlich ein so ein Typ und der ist echt schwer. Hier direkt rechts oder? Ja, ja, direkt rechts und Hauptsache rechts lang. Nee, warte mal. Nee, Entschuldigung, das ist eine Sackgasse. Dann eine Etage höher. Ach, die leben jetzt wieder, weil wir das Lager haben. Ja, genau, die sind wieder da, die kommen alle zurück. Werden alle resettet. Links? Nee, in die falsche Richtung. Schon rechts, aber dann in den oberen Weg. Nee, drehen wir um. Da, ja. Und dass du dich hier orientieren kannst, ey, das ist. Ja, das kommt gleich noch Wahnsinn. Bei dir. Ich war da ja schon mal. Für mich sieht das alles gleich aus. Ich würde es jetzt auch nicht mein Zuhause nennen, aber ich habe schon noch ein paar Erinnerungen. So, und hier kommt gleich ein Typ. Der, genau. Und ich erinnere mich an den. Und der ist mega stark. Der ist richtig gemein und stark. Was heißt das, stark? Stärker als der Endboss von eben.
Und der ist mega schnell, aber der hat, glaube ich, ein Schwert, was wir kriegen können. Siehst du das? Du machst kaum Schaden. Der ist halt ultra schön. Ich glaube, eigentlich soll man den nicht machen. Es gibt einen Trick. Man kann ihn schießen. Ich erinnere mich dran, weil wir schießen hier nichts. Wir schießen nicht. Und zwar Marco Giesel hat mir das. Das sind die besten Gründe dafür. Wir machen nichts, was Marco. Wir machen nichts, aber du siehst, der ist hart. Aber ich glaube, der droppt dieses geile Schwert, dieses Katana. Und das ist wahrscheinlich auch Geschicklichkeit, oder? Ja, und ich glaube, wenn wir das recht zu Beginn irgendwie hätten, das wird wahrscheinlich am Anfang echt gut sein. Manchmal ist der so Nebel, manchmal. Ja, weil nicht. Der lädt einfach nur. Das ist Nachladen, glaube ich. Aber jetzt komme ich gar nicht durch. Doch, das dauert eine Sekunde. Gib mir mal eine Sekunde da. So, und lass uns den machen. Ja, wir machen Ich kenne jemanden, der spielt sehr gut Dark Souls 3. Der heißt Nils. Echt? Und wenn ich den nicht schaffe, dann können wir den anrufen. Aber nicht nach 22 Uhr. Nee, die kannst du mal wiederholen, die Serie. Genau, jetzt weißt du auch, wie das geht. Und zwar, ich weiß noch, damals mit Marco Giesel, da hatte ich mich auf diese Plattform da gestellt und ist der runtergefallen. Du machst das einfach. Ja! Alter, du hast es! Du bist ein Tier. Runtergefallen? Ja! Ja, aber jetzt kann ich ihn nicht looten, oder? Doch, warte mal, wie war das? Ich glaube, wenn wir einmal ans Bonfire gehen, dann müsste das Loot dann da rumliegen. Das taucht dann da auf, wo er runtergefallen ist. Also wieder zurück zum Lagerfeuer? Ja, ich glaube, einmal rasten und wieder zurück, dann müsste das Loot hoffentlich liegen. Hoffentlich sage ich hier ist auch noch Falsches. Eins. Oder? Oh, ein Schild! Oh, das ist gut. Ein Westschild. Ein Ost-West-Schild. Oh, Vorsicht, gleich fällst du runter. What? Nicht runterfallen! Hier, was macht. Oh Gott, ich hoffe, das Item ist jetzt nicht weg. Oh Gott, ich hoffe, das Item ist nicht weg, wenn man stirbt. Lauf doch mal schnell wieder hin. Und guck nach, ob es noch da ist. Sonst ist das geile Schwert weg. Oh, das wäre ärgerlich. Ich weiß es nicht. Und Toten haben sich gerecht jetzt an uns. Man kann nur hoffen und beten. Das neue Schild ausrüsten. Gehst du einmal auf, genau, zurück. Und dann aufs Schild. Und jetzt das andere. Wenn du jetzt mal X drückst, kann man die, glaube ich, so vergleichen. Naja, okay, nee, vergiss es, was ich gesagt habe. Aber jetzt können wir einfach ausrüsten. Ja. Und jetzt rechts direkt wieder, da den oberen Weg, genau. Und jetzt hoffe ich mal, dass das Item noch da ist. Da liegt was? Ja, da liegt's. Ich sehe es schon da oben. Siehst du es leuchten? Ja, super. Das müsste das Schwert sein. Ja, Uchigatana. Nice. Das kannst du mal direkt dir angucken. Wo ist es? Aber wir können es noch nicht führen. 16 Geschicklichkeit, 11 Geschicklichkeit. Stärke. Wir haben 9 Stärke und 14 Geschicklichkeit. Also 3 Level brauchen wir noch. Ne, 4 Level. Aber dann skaliert es mit C, mit Geschicklichkeit. Das ist schon immer gut. Ja, und das hat und vor allem hat es auch mehr Schaden, ne? Ja, geil. Ja, mega. Okay, geil. Wir haben schon mal so ein geiles Uchi-Katana. Katana. Und unsere alten Seelen da hinten kannst du nochmal holen. Nicht nochmal, ihr Lieben, ne? Nee. Das will ich nicht nochmal sehen von euch. Haben wir uns verstanden? Wir müssen jetzt hier zusammenleben, okay? Ja, die haben keinen Bock auf deine Ansagen. Das ist zu viel Backseat Gaming. Die wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ja, ich lass sie auch in Ruhe. Die haben ja mich runtergeworfen. Ja, weil du sie gestört hast. So, wie geht's weiter? Weiß ich nicht mehr. Oder jetzt. Können wir jetzt schon leveln, wenn wir 2000 Seelen haben? Ja, klar können wir leveln. Natürlich, wir leveln jetzt einfach. Ey, zum Glück haben wir die gerade eingesammelt. Wir haben ja die Seelen von dem Uchigatana-Typ bekommen. Ja, sicher. Kannst du da wegdrücken. Und jetzt aufsteigen? 16 Geschicklichkeit, 14 Stärke nee, war es, ne? 11 Stärke, 16 Geschicklichkeit. Genau. Aber ich glaube, wir haben nicht genug für 4. Nee, maximal für 2 wahrscheinlich. Dann mach erstmal Geschicklichkeit auf 16. Ja, okay. Ja, reicht erstmal. Dann brauchen wir noch 2. Und Stärke? Also, okay. Und dann können wir das führen. Wollen wir nicht noch die beiden Leute da, unsere Nachbarn? Ja, wir hauen die alle weg. Und die können wir immer wieder töten? Ja, immer wieder. Und dadurch einfach Seelen ja, farmen? Ja, aber die Frage ist, also die bringen nicht so viel. Aber grundsätzlich ist das Prinzip so, dass wir brauchen ja nur 800 irgendwas. Ja, also wir haben auch noch ein paar andere Seelen, die könnten, also diese Checks, ne, die Seelenchecks, die könnten wir auch noch mal einlösen.
Aber hier sind ja noch mehrere von diesen Typen, die kannst du alle weghauen und dann gucken wir mal aus. Ich hege noch einen mittelgroßen Groll gegen die, um ganz ehrlich zu sein, ja, weil die mich vorhin runtergeworfen haben. Also da ist eh noch eine Rechnung offen. Vorsicht. Hallo. Zu Recht. Was kriegen wir jetzt? Guck mal, 20. Das ist ja bringt, gar nichts. Das bringt leider nichts. Aber. Das ist ja wirklich nichts. Irgendwann wirst du runterfallen. Es wird diese, ich freue mich jetzt schon, wenn der Moment kommt, wo du stirbst, weil du jemanden da runtergekickt hast. So. Was ist mit den Checks? Reichen die? Ja, musst du mal ins Inventory gucken, wie viel wir davon haben. Gehst du mal auf. Nee, das andere Inventory. Da. Und dann geh mal. Da, guck mal, die haben diese kleinen Leuchtkugeln. 3 und 1. Das sind Mini-Dinger. Ich glaube, das reicht nicht. Nee, wir müssen noch ein bisschen farmen. Ich glaube, das reicht nicht. Okay. Die sind auch ganz gut, wenn man wirklich mal irgendwie, wenn einem noch irgendwie ganz wenig fehlt für ein Level oder so, denn, oder man irgendwas kaufen muss. Wir können jetzt auch mal weitergehen und lass mich mal kurz überlegen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo es jetzt hier weitergeht. Ehrlich gesagt, habe ich das gerade vergessen. Aber irgendwo geht es hier weiter. Und. Aber durch unsere Base durch, oder? Nee, das ist irgendwie so eine. Ich weiß nicht, vielleicht können wir von da reisen. Guck mal, welche Reisemöglichkeiten uns Air Undead anbietet. Vielleicht können wir irgendwo hin. Links, glaube ich. Nee, jetzt bin ich schon ruhig durchgelaufen. Ja. Boah, ey, stell dir vor, du bist da so ein Burgherr auf so einer Burg und alles sieht gleich aus und du verlaufst ja, Alter, jeden Tag. Wo bin ich? Ich hab mich schon wieder verlaufen. Man kann nur so. War nicht hier der Eingang? Nee, du musst eine Etage runter, glaube ich. Da, warte mal. Da, siehst du? Da ist er. Und guck mal, wo wir hinreisen können. Ich weiß nämlich gar nicht mehr gerade, wie es weitergeht. Oh, es gibt Falling Damage übrigens, aber ist nicht schlimm. Reisen. Mal gucken. Okay, die das hohe Mauer. Was ist da links? Was haben wir links noch? Achso, genau das und das. Ja, mach mal die hohe Mauer. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Mach mal. Gehen wir da mal hin. Kapuze des Gebets. Ist ein Schild alternativlos? Weil als Dieb habe ich das Gefühl, dass ein Schild nicht so gut passt. Nee, ich hätte eher so zwei Dolche, oder? Ja, kann man sicher auch machen, aber löst dich mal so ein bisschen von deinem Dungeons and Dragons Gedanken, weil das vergisst das sind nur die Startwerte. Die Klassen und so, das sind die Startwerte, das hat wirklich nichts damit zu tun, wie du das spielst. Du wirst vielleicht gleich feststellen, dass du einen gewissen Spielstil hast, wie du einfach gerne spielst und vergisst dann die irgendwelche festgefahrenen Roleplay-Pfade. Und diese Zaubereipunkte, die wir haben, was können wir damit machen? Also man kann ja theoretisch auch Zauber erlernen. Zum Beispiel, dass ich einen Heilzauber oder sowas. Und wie gesagt, Giesel hatte damals einen Pyromanten gespielt. Und da brauchst du halt viel Mana, weil du dann halt irgendwie halt so rumzauberst, statt zu kämpfen. Halt. Dann machst du halt nicht so einen Rittersmann, sondern bist du halt einfach eher so ein Zauberer. Genau, jetzt geht's hier wenigstens weiter. Das ist jetzt hier so ein bisschen Sperrmüll, oder was? Hier ist die Sperrmüllsammlung, ja, ist der Reststoffhof. Ah, hier geht's weiter, genau, geil. Ah, ja, hier gibt's jetzt Action. Entschuldigung, jetzt gibt's hier Action. Ich wollte ihn einfach mies abzukommen lassen. Ja, guck mal, hier gibt direkt viel mehr als diese anderen Hanselmänner. Oh, oh. Der ist richtig sauer. Oh, oben, über dir steht einer. Da oben, da. Der hat sich da einfach versteckt. Dir steckt noch ein Pfeil in der Schulter. Du kommst? Ah, okay, sag mal. Ich bin, glaube ich, irgendwann richtig anstrengend als Partner, so neben dir. Ich habe, glaube ich, Probleme, Kontrolle aus der Hand zu geben. Kennst du das Gefühl? Ja, absolut. Frag mal Simon. Alter, voll ins Gesicht, stark. Ah, trotzdem bist du jetzt gleich tot, pass auf. Ja, das war unglücklich. Das war unglücklich, aber ich dachte, das drei Pfeile. Er sieht super aus.
Du hast ihn gut getroffen. Dein Aiming von Valorant hat sich rübergerettet. Ja, keinen guten. Aber unser Bogen ist vielleicht auch nicht gut. Nee. Weißt du nicht, ob Bogen langfristig eine gute Idee Nein, ist? Nein, das ist nur für spezielle Situationen. Jetzt würde ich wieder auf die Dings wechseln, auf die Schusswaffe. Und immer die Seelen, ne? Das ist wichtig. Immer einsammeln. Und die Typen, die da so einfach was auch immer anbeten, die kannst du einfach auch wegschnitzeln. Ich kann den auch immer noch nicht direkt analysieren, wenn der auf mich zudackelt. Dackelt passt gut, ja. Da oben ist er, genau. Geh mal wieder hoch, du kannst ihn von hinten platt machen. Ach, der erscheint erst, wenn ich unten bin, ich verstehe. Und zwar irgendwie kommst du auch da, genau, da kommst du hin, ja. Guck mal, jetzt denkt er sich schon scheiße, mein Plan hat nicht funktioniert. Der hat mich entdeckt. Sehr gut. Und der Hunnimann ist sehr sauer. Ah, die bewegen sich, finde ich, unnatürlich schnell. Also das. Ja, das ist super unrealistisch. Da wurde das Spiel auch viel für kritisiert von Hundefreunden. Oh, Vorsicht. Ach. Ja, der hat einen richtigen Wumms. Da kommt noch ein zweiter. So eine große Axt führt der Vorsicht. So schnell, das ist aber auch. Also da müsste ich auch noch mal ran. Ja, die sind ultra stark. Die beiden sind Brüder. Hans und Franz. Naja, solange wir immer unsere Seelen wiederkriegen, ist das ja alles. Ja, solange das passiert. Warte mal beim ersten. Das erste Mal, wenn du denkst, easy peasy. Und dann hol dir erstmal. Nee, falsch dritten, hol dir erstmal den Typ auf der. In dem Loch da rechts. Nee, da. Dann ist er weg. Und irgendwann dann passiert, dann passt man nicht auf und dann. Dann sind alle Seelen weg. Weg. Weil man denkt so, ja, geil, das ist Routine. Und das dann wird es geklippt und dann muss man sich den Rest Exakt. Seines Lebens diesen Moment dafür. Anschauen, verstehen. Ganz genau. Aber das Gute ist, wenn du die Seelen hast, dann weißt du schon mal, okay, ich habe sie wieder. So, das ist schon mal die erste Erleichterung, selbst wenn du dann stirbst. Denk dran, dass du jetzt zurückwechseln musst, ne? Die sind schnell. Ah, mit Zurückwechseln meinst du die Waffe. Und Schild, genau. Okay, diese Wölfe machen mir echt große Schwierigkeiten. Ja, weil die schnell sind. Die lässt du am besten gegen das Schild einmal prallen und dann haust du sie. Sorry, unbeteiligt. Siehst du? Knallen die so gegen das Schild und dann kannst du ihnen einen geben. Und jetzt kommen zwei auf einmal. Hinter dir kommt ja der andere Riesenmops. Sehr gut. Sehr gut. Und der andere kommt auch noch. Da ist er. Oh, siehst du, wenn die treffen, ne? Stark. Stark. Schön hinter ihnen bleiben. Genau, Alter, wie du jede Lektion direkt umsetzen kannst. Schade. Aber es ist ja so. Du darfst nie loben. Aber ich merke ja, wie du intuitiv das Richtige machst, wie du seinen Schlag ausweichst und versuchst, hinter ihn zu kommen. Ist ja genau das Richtige. Du bist ein Fast Learner. Ich werde schon sehen, irgendwann, Florentin, es ist wie bei Obi-Wan und Anakin Skywalker. Ich bin Obi-Wan. Ja, gut, und dann lieg ich mit abgeschnittenen Gliedmaßen im Feuer. Ja, aber man das ist keine so gute. Nein, das stimmt, aber das ist ja auch der Zeitpunkt, ab dem es dann. Also da ist Obi-Wan noch besser. Aber auch nur, weil Anakin zu ungestüm ist. Auch das nicht. Auch am Ende tötet Obi-Wan Darth Vader. Also, nee, andersrum. Nee. Stimmt, du hast recht. Ich habe den Film nie gesehen. Ja. Ich kenne nur diese Plüschfiguren. Ja, die sind aber auch super. Sehen, genau. Ich bin verwirrt, ab welcher Distanz man die anwählen kann. Das habe ich noch nicht ganz gecheckt. Weiß ich auch noch nicht. Muss ein Gefühl für entwickeln. Wow, denk dran, von links kommt noch so sein Bruder dann gleich. Der schlawenzelt da unten lang. Ja, da ist er. Ah, okay. Ja. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich habe einen Knopf gedrückt, der, glaube ich, gar nichts bringt. Ja, das. Jedes Joypad hat diesen einen Placebo-Knopf. R2-Knopf. Du müsstest dich auch langsam mal heilen, aber das, was du machst, ist natürlich auch für die Zuschauer geil. Weil sie sich natürlich denken, warum heilt er sich nicht?
Stark, jetzt nur noch seinen jüngeren Bruder, der ist weniger talentiert. Ja, hinten, ja, stark. Im schönen Schlag ausgerollt und dann. Ja, das ist ein Backstep. Genau so sieht er aus. Florentin, du brauchst. Und wie mache ich den einfach, wenn hinter, ich direkt hinter ihm stehe? Wenn du hinter ihm stehst, alle Knöpfe loslassen sozusagen und nur RB drücken, R1 drücken. Nicht mehr, also nicht mehr strafen oder so, sondern musst quasi stillstehen. Einmal kurz und dann drückst du R1 und dann macht er den Backstep. Ja, Alter, Florentin, du brauchst mich gar nicht mehr. Du bist jetzt schon auf meinem Niveau. Lass uns jetzt das Schwert holen, oder? Ich glaube, wir haben noch nicht genug. Wir brauchen 800. Wir müssen aber zwei Level machen. Zwei Level. Ah, von 9 auf 11. Genau. Du hast recht. Von 9 auf 11. Aber weißt du was, das ist auch für mich schön. Weil jetzt kommst du so rein. Und ich hab das Gefühl, du checkst es und dann können wir das gleich zusammenspielen. Dann sind wir ungefähr auf einem Level gleich, weil du bist echt ein richtig schneller Lerner. Ich habe natürlich noch mehr Erfahrung und das wird sich hier und da bemerkbar machen. Aber dann ist es eine gemeinsame Reise. So wie dann irgendwann, es war ja dann auch so, dass Anakin und Obi-Wan sind dann ja auch zusammen los. Ja, absolut. Wir haben eine Mission zusammen gemacht, ne? Weißt du noch? Ja, ja, einiges gemacht. Als die noch befreundet waren, ne? Ja, die waren in dieser großen Fliegenfalle gefallen. Ja, zum Beispiel so. In dieser Pflanze. Ja. Da mussten die sich da rauskämpfen. Ja, genau, Seite an Seite, so auf Augenhöhe, ne? Und man musste, okay, Obi-Wan ist noch klüger und weiser und besonnener. Aber die können schon miteinander so auf Augenhöhe auf so eine Mission gehen. So. Und am Ende ist natürlich Obi-Wan immer noch ein bisschen die Nummer 1 und gibt die Anweisung auch. Und dann muss sich Anakin auch nach richten, ist ja klar. Weil sowas zum Beispiel, da würde Obi-Wan sagen, ja, was machst du denn da? Riskier das doch nicht. Und Anakin würde sagen, ja, lass mich doch. Carpe diem. That's what I call pod racing, würde er sagen. Ja, exakt. Ja, stark. Einmal das Schild hochgenommen, Schlag abgewehrt. Und immer auf die Ausdauerbalken achten. Das ist ganz wichtig, weil jetzt zum Beispiel. Oh, der hat einen ganz schön. Ja. Oh, wow. Ah, ja, das ist halt die Frage. Man darf den Schild nicht die ganze Zeit hochhalten. Ja. Sondern. Oh, jetzt liegen die Leichen, die Seelen ganz weit hinten. Das ist es. Jetzt musst du nämlich. Jetzt hast du schon. Oh, ja. Leute! Jetzt ist schon. Jetzt kommen die Clips. Hol dir erst den Clips. Total Eclipse of the Heart. Ja, und jetzt erstmal die Hunde und dann. Ich laufe lieber, damit ich keinen Fallschaden kriege. Ja. Die Stühle sind hartnäckiger als die Gegner. als der Gegner. Wenn einfach alle scheiß Sperrmülltag. Habt ihr einen scheiß Sperrmüll wieder auf dem Gehsteig gestellt? Unfassbar. Entschuldigen Sie. Ich hätte gerne mal eine Mod, wo alle Gegner Stühle sind. Und die Endbosse sind einfach Riesenstühle. Ah, ich verstehe. Jetzt kann ich hin und her tappen. Oh, oh, oh. Du willst nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will leben. Ein langes, erfülltes Leben mit interessanten Projekten und netten Freunden. Ah ja, sehr gut. Das ist immer der Zeitpunkt, wenn ich sehe. Ah, so gut, Florentin. Keine Absicht. Ja, aber trotzdem. Das weiß keiner. Es wird geklippt. Auch positive Clips werden. Oh, der springt wieder. Und der hätte es auch wieder gut hinten rangehen können. Ganz stark. Und Schnetzelwetzel. 1600, reicht das? Nee, glaube ich nicht. Weil 800 das für die ersten. Wird dann teurer jeder. Ja. Du bist einfach, ich muss dir gar nichts mehr sagen. Ja, haust du alle weg. Gib Seelen. Oh, Mutantenboss, Vorsicht. Irgendwas ist. Oh okay. Gott! Der hat das, die gleichen Virus wie der Endboss vorhin, weißt du noch? Okay, ich geh weg. Soll ich abbauen? Oh, ich bin tot. Alter, das wusste ich jetzt auch nicht, dass das passiert. Das ist der, aber sieht genauso aus wie der Endboss. Der hat denselben Virus. Das ist irgendein Virusstrang. Ich arbeite gerade noch an einem Witz. Oh Mist, das kenne ich. Ja. Und ich dachte nur sowas im Sinne von. Ja. Was ist die größte Todesursache von Anwälten? Fall. Irgendwas mit Fall. Fallschaden. Fallschaden, ja. Hat sich nicht gelohnt, dafür zu sterben. Nee, aber. Vielleicht sollte ich dann sowas an dich ab. Sowas delegieren einfach an dich. Nein, also du bist auch da, Florentin. Auch da brauchst du mich nicht mehr. Du bist längst. Au. Ja, weil ich schon Schaden bekommen, ne? Das war natürlich jetzt. Jetzt müssen wir hier nochmal komplett.
Ja, du musst da hin, genau. Jetzt musst jetzt wieder die beiden Typen. Was man auch mal machen kann, einfach auch durchlaufen. Das geht auch. Du musst nicht immer jeden Gegner nehmen. Du kannst auch. Wirklich? Ja, aber das Problem ist, die laufen dir hinterher bis zu einem gewissen Grad. Und dann kann es sein, dass du auf einmal gegen 5 Gegner kämpfst, weil sie dir hinterhergelaufen sind. Deswegen ist manchmal einfach auch die ruhigere Variante, die geduldige Variante besser. Und du wirst sehen, es gibt Momente, da denkst du, nee, ich lauf da jetzt vorbei, ich habe jetzt keinen Bock. Ja, aber der muss schon sein, oder? Ja, ja, der muss sein. Du willst den nicht im Rücken haben, wenn Boah, Alter. Heilig, heilig. Der Schaden ist echt krass. Oh, gut. Heilig. Okay, sehr gut. Scheiß auf den Typ. Wirklich? Aber ja, nicht, dass der dass Seelen holen. Hol dir die Seelen, ey. Ja, wenn der dich nicht, wenn der nicht getriggert ist, wenn der dich nicht sieht, dann kommt er nicht. Nur wenn rein der, Seelen raus. Ja, also einfach nein. Du holst dir erstmal die Seelen und dann kannst du ruhig kämpfen. Aber Hauptsache, du stirbst nicht, ohne die Seelen geholt zu haben. Seelen. Ja, und jetzt kämpf gegen den ganzen Mal. Wie gegen den Endboss. Ganz ruhig. Wie gegen den Endboss. Ja. Ganz genau. Lass dich nicht von seinem Äußeren verwirren oder beängstigen. Du bist der Alpha. Nee, ich beurteile Menschen nicht nach ihrem Aussehen. Vorsicht, du hast, Okay, tot. Aber der ist auch scheiße schwierig, sehe ich gerade. Der ist relativ schnell, hat eine gute Reichweite. Aber da muss man auch hinter dem bleiben, glaube ich. Und sich an seinen Schwanz heften. Dann macht der gar nichts. Oh, jetzt stehen natürlich. Oh, langsam aber verstehe ich die Faszination von diesem Spiel. Siehst du? Im Sinne von Frust und Leid. Ja. Was ist denn das eigentlich immer mit diesen Stühlen hier? Ja, einst saßen dort im Sonnenaufgang der König und die Königin und haben sich den gemeinsam angeschaut und sich gefreut über ihr tolles Leben, was sie führen. Und dann ist alles vor die Hunde gegangen, im wahrsten Sinne. Aber die Hunde sind auch echt riesig groß, oder? Überleg mal, wie die noch, wenn die noch. Ja, Leute, fallen. Was soll ich denn machen? Hau ab. Okay, Schild hoch. Okay, der ist hinter der Stufe da. Sehr gut. Ganz ruhig. Ah, ich verstehe. Man will nicht in die Richtung rollen, in die er schlägt. Nein. Ist das der Clip? Das ist der Clip. Ist das jetzt der Clip? Wo wir alle Seelen verloren haben. Alle weg. Alle weg. Ach ja, aber das muss doch auch mal sein, oder? Ja, klar. Das ist auch. Das gehört einfach dazu. Werden wir die Seelen wieder zurückbekommen? Das ist eine Frage für die nächste Ausgabe. Aber kurzes Fazit. Wie hat es dir denn gefallen? Bist du gut reingekommen? Ganz verstanden habe ich es nicht, aber. Was fehlt dir denn noch? Ja, was wann passiert und das. Wie alles funktioniert, warum ich tot bin, was meine Hintergrundgeschichte ist. Ja. Und ich finde aber gut, dass wir das Schwert gefunden haben. Das war ein Erfolgserlebnis. Das hat uns, glaube ich, auch näher zusammengebracht. Auf jeden Fall. Und ich finde, du hast das toll gemacht. Du bist ein guter Lehrer. Du hast mich gut in die Hand genommen. Du hast mich gut an hochgezogen. Und ich bin gespannt, was als nächstes kommt und ob ich diese große Schmach, alle unsere Seelen verballert zu haben, für nichts wieder gut machen kann. Sehen wir beim nächsten Mal dann, ne? Tschüss, Leute. Ciao.